Hallöchen, meine Damen und Herren und vor allen Dingen heute die Damen zum Frauentag-Special. Ich bin wieder hier dabei und der Feldi steht hier auch schon und lädt sich gerade rein. Zumindest versucht das jetzt gerade noch. Er versucht es gerade noch. Ich sehe mal wieder nur seinen Kopf. Aber das ist ja nichts Unbekanntes. Ist das Neues? Nicht Neues? Nö, das ist eigentlich nichts Neues. Es ist eigentlich wie immer. Es ist alles wie immer. Ja, wir dachten uns heute mal so zum Frauentag, weil halt zur Feier des Tages. Wir versuchen es. Alles Also, Gute an die Frauen noch? ja, natürlich erstmal herzlichen Glückwunsch an alle Frauen da draußen zu diesem Feiertag für euch. Lasst euch mal schön verwöhnen zu Hause. Legt die Beine hoch. Ja, wir wollen auf jeden Fall mal versuchen heute, insofern die Wünsche nicht so völlig aus der Welt gegriffen sind und wir das absolut nicht erfüllen können, wenn wir überhaupt keine Überlebenschance haben dabei. Ihr wünscht euch was Schönes, was wir tun sollen und wir versuchen das umzusetzen. Bringt uns bitte nicht direkt um dabei. Das wäre echt nett von euch. Es werden anfangen. So. Aber wir haben auf jeden Fall einen ersten Wunsch. Kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Der steht eigentlich schon länger und wir haben da ja schon angesetzt bezüglich der Dodo-Farm. Das kann man aber nun natürlich noch keine Dodo-Farm nennen. Deswegen werden wir mal versuchen, um Tinas Wunsch jetzt endlich mal nachzukommen, noch ein paar Dodos zu zähmen, ne? So, dass wir so vielleicht 6 Stück da drin haben insgesamt. Und dann passt das schon. Sobald es mal draußen hell ist. Ach, wir haben doch jetzt hier die super, super, mega starke, keine Ahnung, Rüstung. Da kann uns doch nichts mehr passieren. Ja, du vielleicht, ich habe aber die normale. Na, aber hier ist doch noch Die ziemlich deformiert ist. Reagenzjens ist doch hier im Reagenzglas. Was Da kannst du doch für Reagenzjens oder lass mich in Ruhe oder was weiß ich. Nimm dir das doch raus hier aus dem Glas hier und dann kannst du dir doch die Gili-Rüstung verbessern. Oder du nimmst den Metall und verbesserst die Metallrüstung, geht auch. Da werde ich die mal versuchen. Weil hier ist auch noch 200 Metall drin. Aber die Gili-Rüstung ist ziemlich billig eigentlich zum Verbessern, sage ich mal. Kostet nicht so viel. Und ich gucke mal. Aber ich kann das, glaube ich, nicht herstellen, ne? Stimulanzien. Nein, kann ich nicht. Schade eigentlich. Der Feldi Kann hat. ich denn ja, aber. Ja, das wäre gut. Der Feldi hat da nämlich gerade einen bombastischen Vorschlag gemacht. Ja, ich kann es herstellen. Hätte man eigentlich eher mal drauf kommen können. Genauer gesagt, eigentlich hätte man da schon letztes Mal drauf kommen sollen, als Freitag Müssen. der 13. war. Wir wissen ja alle, was passiert ist. Wir Was? hätten Nein. das vermeiden können, tatsächlich. Da gibt es nämlich so Stimulanzien. Und keiner hat dran gedacht zu dem Zeitpunkt. Damit kann man ja Betäubung vermeiden. Und dann hätte man nämlich auch gegen diese. Wie heißen sie gleich? Tridons. Genau, hier. Drodon, Drodon. Drodon, genau, Entschuldigung. Dann hätte man das vermeiden können, dass man gegen die in Ohnmacht fällt. Und dann hätte man sich auch ganz anders wehren können und dann hätte er nicht so wenig Leben gehabt, dass ich ihn versehentlich mit einem Treffer direkt ausschalten kann. Wohlgemerkt versehentlich, na? Das war keine Absicht, wer Ja, auch immer mir hier das immer noch natürlich. unterstellen will. Das geht nämlich gar nicht. Hier ist eine Menge Benzin drin. Ach, das wollten wir draußen in den Stromdingsbums machen, ne? Klo rechts. Klo rechts, ich bring das direkt mal raus. Ich hau hier nur noch ein bisschen Metall in die Bank rein, dann kannst du noch ein bisschen deine Rüstung ver. Alter, 278 der Helm, oder wie war's? Oder 38? Was? Wie viel Rüstung hat denn der Was? Helm? 238? 238 hat er jetzt, ja. Übertreib halt. Na gut, der Flakpostpanzer ist ein bisschen schwächer, der hat nur 311. Ja, nur 311. Ist schwächer. Warum läuft eigentlich der Generator hier die ganze Zeit? Weil wegen Strom. Ja, aber Vielleicht. brauchen wir doch gar nicht. Gerade ist doch voll die Verschwendung. Lass doch das mal lieber aufheben, wenn wir mal wirklich das brauchen für irgendwas Tolles. Wenn ich nur 6 Fasern hätte, dann könnte ich sogar die Verlackbrustpanzer auf fortschrittlich hauen. Na, dann mach das doch. Wir haben doch da bestimmt noch irgendwo welche rumliegen. Fasern? Na klar. Wir Nur haben doch hier diesen klar. Nuklear Nur durch, ja. klar. Du bringst mich schon wieder völlig aus dem Konzept. Oh, wie mäht's denn jetzt? Ist nicht dein Ernst, oder? Nee, ist nicht mein Ernst. Der steht Oh, reichen nur nee! hier. Das kann doch nicht wahr sein! Wo ist denn der Sparschwein?
Wo kommst denn du her? Aus Saxony. So, ich hab jetzt mal... Mich, hör auf damit. Ich habe mal den Flakfußball... Mann! Wo kommst du her? Aus Saxony-Anhalt. Oh Mann, ey. Du zumindest, Alter, ich, genau. Ich nicht. Na, ich bin gebürtiger Sächsische, also... So würde ich auch nicht sehen. Oh, ich bin nicht also. Gebürtiger Sachse. Also... Ich hab selber vergessen, was ich machen wollte. Ja, ich auch. Ach, ich wollte die Lagerfeuer auffüllen mit Holz. Ah, schön. Ja, ich... Und du wolltest mir was Spannendes erzählen. Genau, Flakpostpanzer habe ich auch vorschriftlich. Vorschriftlich? Mann, also nochmal. Nochmal, komm, jetzt ohne Lachen. Also, den Flakpostpanzer habe ich. Oh Gott. Oh Mann. Fortschritt gesetzt. Hat jetzt einen kleinen Rüstungsklass von 442. Ich bin so clever, ne? Ich bin sowas von intelligent, ich habe meinen Live-Chat gar nicht offen. Ich sehe überhaupt nichts, was hier geschrieben wird. Hallo Algot und the wannabe Newbie. Ach, wir lieben mich? Wer? Das ist jetzt aber, wenn das meine Freundin liest, du, da gibt's ja Ärger. Aber danke. Und Hallöchen Algot auf jeden Fall. Mensch, ich habe das überhaupt nicht gesehen, weil ich den Live-Chat nicht offen hatte. Es tut mir so leid. Total Versagen heute. Boah. Drama! Sexy Drama! Ist nicht schon Nachbar vom Saxony-Spieler. Epic Sex Guy! Oh Mann, ey. Ja, nicht. Boogeyman, Hallöchen! Ah, Mann, ey. Machen. Es ist nicht da. Ich habe keine Ahnung. Wir wollten halt irgendwie Frauentag-Special machen, aber bisher sind wir noch nicht so viel gekommen. Wir wollten eigentlich mal die Dodo-Farm. Ja. Genau, die Dodo-Farm. Also müssen wir Dodo holen. Ja, ey, ist ein weiblicher Dodo-Level 9 ist ja neben Hildegard. Ah, na denn, aber direkt. So K.O. hauen mit Fäuste, ja? Ich würde lieber. Ja, obwohl doch, ich glaube, das geht. Ich hab damals einen Knüppel schnell gebaut, der kostete ja nicht viel. Ich hab ja nur Meobären im Inventar. Mehr hab ich ja nicht. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Ja, das ist so ärgerlich. Geil, dann wollte ich schon was ein. Ach, ich flipp aus, du! Du, merkst du, wie sauer ich bin? Wenn ich das viel taue, nicht, dass ja alle dir auf den zu ihr rankommen. Pass auf, das explodiert beim Anfassen. Da ist Brie auf die Schniere. Nee, nein, das schien. Get touch this, du. So geht's weiter. Du bist der Epic Sechs-Guy. Ah, Mann, was wollte ich denn jetzt machen? Ich hab's schon wieder vergessen, Mann. Ich kann mir nichts merken, also, gerade. Also, Knüppelbauen vielleicht? Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte tatsächlich gerade was Sinnvolles tun. Nein. Ja, doch. Oh. Aber wenn ich mich noch entsinnen könnte, was das war. Ach, ich wollte hier, Schwarzpulver wollte ich wegbringen. Nee, das war es eigentlich nicht. Ich tat nur so, als ob, aber. Das klingt erstmal ja, so, als ob ich einen Plan von dem hätte, was ich tue. Nein, ich habe keine Meobären mehr. Wie jetzt? Wir brauchen Meobären. Meobären. Na, Meobären haben wir da unten im Beete. Der Lüstro hat auch keine Meobären. Du musst schon mal in den Garten gucken. Ich glaube, da wächst noch was an der Büsche. Ich hab jetzt mal Azulbären. Ach, hier, scheiß auf die Leiter. Jump, jump to the rhythm, jump, jump to the rhythm. Oh, ich hab was gezähmt. Hä? Wieso? Hier wurde der Dodo ist. Ja, der rennt gerade zu dir. Ich wollte eigentlich nach links laufen, aber plötzlich stand da Das war wahrscheinlich im Sturz. Ah! Hallöchen, Anno. Oh, meine Gedächtnisstütze, das ist sehr gut. Ich vergesse sonst immer alles, was ich machen will. Manchmal vergesse ich sogar, dass ich immer alles vergesse. Das ist besonders ärgerlich. Was will der Dodo jetzt von mir? Der mag dich. Du kriegst gleich ein paar auf die Schnauze, du.
Komm mal mit, Dodo. Hief mich hoch, so. Joanna. Was? Du so, hast den Ark verlassen? Ich bin rausgefallen? Nee. Ich bin rausgeblumst, ja. Mach doch sowas nicht. Oh, ich krieg dieser Junge. Dodo. So, jetzt haben wir schon drei. Das ist ja schon mal ganz gut aus. Der Dodo hat dich gekickt. Der Dodo ist dem Spiel beigetreten, dafür musstest du raus. So, paar Plätze voll. So war es voll, ja. Geht nicht. Man kann nur mal nicht alles haben. Boah, hier was zu essen. Gucke da! Chica Monika! Chica Monika und Kollege, kommen Sie vom Ausritt zurück! Oh Mann, ey, es ist schon jetzt total sinnlos eigentlich. Das Ding läuft wie lange? Eine Viertelstunde? Wenn überhaupt? 11 Minuten und 5 Sekunden, 6 Sekunden, 7 Sekunden. Und so weiter und so fort. Denke mal, ich brauche die rote Kiste! Die rote Kiste! Rote Kiste! Was macht denn die rote Kiste? Rotleuchten. Wow! Ich wollte irgendwas machen. Ach, ich wollte gucken, ob ich meine Gili-Rüstung nochmal upgraden kann. Aber hier sind keine Fasern mehr. Aber wir hatten doch noch so viel Fasern, oder? Ja, oben, ja. Ich habe nur einen 200er mit runtergenommen. Weißt du, der Typ ist so deppsch, Junge. Der könnte mal eine Fackel in die Foto nehmen, damit hier auch mal die Zuschauer was sehen, eigentlich. Das wäre sowas von intelligent. Aber wir reden hier von uns. Intelligenz ist da fehl am Platze. Kann man das essen? Genau, Burimel, eine rote Kiste. Jawoll, ich brauche nur noch Polymer, um das Ding zu upgraden. Upgraden. Dann geh mal zum Reagenzien. Ja, ich geh zu Reagenzien. Und hol eine Trulle-Ampulle. Oh Mann. Boah, gucke hier! Jetzt habe ich schon auf blau. Ich bin fortschrittlich. Und ich werde immer fortschrittlicher. Fortschriftlich? Ich bin vorschriftlich. Oh nee! Organisches Polymer brauche ich noch mehr. Wie ärgerlich. Monkey! Boah, wie viel braucht man denn da einfach, ey? Das ist ja mal völlig übertrieben, ey, ey. Alter, ey. Junge, ey. Oh, cool! Was ist denn da drin? Bauplan Werkbank und pass auf, Bauplan für eine Rakete. Rakete! Wir fliegen zum Mond! Soll ich jetzt den Knaller zünden? Zünd den Knaller. Puff. Ich hab dafür gar keine Fasern gebraucht übrigens, ne? Um das Ding zu upgraden. Oh. Oh, schön. Schade eigentlich. Hab ich doch gewusst, also deswegen liegen da so wenig, also klar. Arkanischen Humor. Was? Ich nehme mal an, wir haben sogar schon zwei Damen anwesend, ne? The Wannabe Newbie nehme ich mal an und ich nehme mal auch an, Anno bin ich mir so, da bin ich mir total sicher. Wir haben heute Frauentag-Special. Also wir arbeiten jetzt im Moment noch an der Dodo-Farm, aber wir stehen danach für Wünsche offen. Also, was uns nicht umbringt, macht uns nur härter. Aber es wäre schon nett, wenn du uns nicht direkt umbringt. Nein, meine Fackel ist kaputt! Und ich kann sie nicht reparieren, weil ich mal wieder nichts mit hab. Bum, bum, bum. Holz, Feuer, Stein, Stein. Stimmbeeren und Zündpulver. Ich hab's schon wieder vergessen. Was? Holz, Feuer, Stein, Stein? Diese Demenz macht mich noch fertig. Das ist manchmal so komisch, weil du einfach... Was wolltest du? Stimmbeeren und was? Ich bin gerade losgerannt, um irgendwas zu holen, was ich dafür brauche, ja. Ich nehme mal Ich nehme mal hier 10 Stimulantien. Was? Wie? Hä? Wo ist denn Zinnpulver? Zinnpulver haben wir gar keins mehr, oder? Wir brauchen Feuerstein dafür. Ja. Ankylo! Wo ist denn der? Ja, die Dodo-Farm war tatsächlich Tinas Auftrag. Deswegen machen wir heute zum Frauentag, auch wenn sie leider gerade nicht hier ist, was ich sehr, sehr schade finde. Das macht mich traurig!
Dann wollen wir zumindest die Dodo-Farm heute mal voll klatschen. Also mindestens 6 Dodos wollen wir reinbringen. Ich hol mal die wieder mehr an. Okay. Guck mal da, eine Nachricht. Oh, der Borchert hat geschrieben. Was? Hä? Borchert. Der Maurice hier, SMS, kennst du? Gab's früher mal. ist nicht mehr das Modernste, aber es reicht. Was? Es gibt eine Welt vor WhatsApp? Ja, es gab eine Welt vor dem Internet. Was? Ja, ohne Quatsch. Stell dir vor. Unmöglich. Hallo. Hallo. Juhu. Juhu. Oh Mann. Ich höre Dodo. Ich nicht. Hier. Hast du den mit der Faust K.O. geschlagen? Ja. Okay, dann mache ich das jetzt mal auch mal. Du hast doch da Bären, ne? Zufällig gerade ja. Ha. Guck mal hier. Hier, Dodo. Hier, Meo-Bären kriegt der. Das passt schon. Hier. Oh, eine blaue Kiste mit orangem Ring drum. Oh, boah, warum kriegt der eigentlich immer die ganzen Kisten? Dinosaurier-Turmburg und Metallfundament-Bauplan. Yeah. Oh, yeah. Die orangen Ringe leisten sich. Was wollte ich sagen? Die orangen Ringe. Bring's nicht. Bring's nicht, genau. Ich bring's nicht. Einfach nicht. Ich lasse den Dodo die lohnen sich nicht. Mit den Meo-Bären da mal so liegen, ne? Was wollte ich sagen? Die lohnen sich nicht. Die Ionen sich nicht? Lohnen. Ey, guck mal an, ich laufe jetzt hier vorne weg, ne? Ich dachte, du kommst mit dem Stego hinterher zum Feuersteine sammeln. Was? Nein. Dachte ich, war der Plan, dachte ich. Der Plan war erstmal stimmen werden. Ach so, okay. Hab ich schon abgesagt? Ein paar habe ich auch mit, die bringe ich dann mit rein. Obwohl, du kannst ja mit dem Stego eh so viel sammeln, das lohnt sich nicht, ne? Klo recht. Das wäre quasi Platzverschwendung. Klo recht. Ist schon manchmal verwirrend, wenn der Satz nicht so endet wie Baum. Was? Wie bitte wie? Ach nix. Alles gut, alles gut. Du hast mich schon richtig verstanden, mein Freundchen. Nee, hab ich überhaupt nicht. Hast du wohl? Hoffe ich nicht. Der Ankylo macht mir heute ein bisschen Angst, der macht bedrohliche Geräusche. Wahrscheinlich kommt gleich irgendwas, was mich töten will. Hatten wir nicht Metallfundament schon mal irgendwann? Ich denke schon. Also laut Bauplan können wir jetzt Metalldinger bauen ohne Ende. Wieso? Metallluke, Metalltafel, Metallwand, Metallfenster, Metalltür, Metallfalltür, Wand. Mentaltür? Die stelle ich mir quasi vor, dass die Tür da ist, aber sie ist gar nicht da. Metall? Ach, Metall, Mensch. Mensch, Metall und nicht Mental. Kennst du schon die Mentalbaupläne? Ich stelle mir quasi vor, das existiert aber alles nur in meinem Kopf, ne? Da ist gar kein Haus, aber ich stelle mir das einfach vor. Metallrampe. Mentalrampe. Metalltürrahmen, Metalldach, ey, wir haben ja Metallfundament, wir haben ja wirklich alles für Metall. Was? Scorched Earth Stream? Wie jetzt? Was? Hä? Ja, wie? Wo? Hat Anno ihm geschrieben. Wie darf ich das verstehen? Mein Inventar ist gleich voll. Wer holt denn eigentlich ab? Ich. It's raining, man! Hey! Halleluja! Hallo, Julia! Wie bei Mr. Bean. Halleluja! Mit dem Bonbon! Ach ja! Schön, schön. Julia, ja. Du, mein Inventar ist ziemlich voll. Ich eile. Guck, der T-Rex. Da müssen wir mal was machen, dass uns jemand die Sauerkirschen vom Baum frisst. Jam, Sauerkirschen. Wir müssen mal was anderes machen! Kartoffeln! So, mein Inventar ist so voll. Sag mal, was ist denn heute los? Wie jetzt? Was ist heute los? Bin schon wieder rausgeblumst. Was?
Wie jetzt? Warum? Was tust du da? Weiß ich nicht. Der Dodo ist schuld. Ey, der T-Rex hat nicht mehr viel zu essen. Oh. Oh. Da werde ich mich gleich drum kümmern können, hoffe ich. Es liegt am Patchy, ganz, ganz klar. Überhaupt Ach, kein na Zweifel. Eben, der Patchy. Den müssen wir mal patchen. Der braucht eine neue Version. Der braucht mal ein Upgrade. Hast du nicht gerade gesagt, der T-Rex hat Hunger? Ja. Kupur, siehst du, Problem gelöst? Wie kannst du nicht den armen Patchy töten? Boah. Weißt du, ich wollte eigentlich... Patchy da, es gibt Probleme. Aber ich wollte eigentlich den Patchy als Symbol für die Klippenspringer machen, den Kopf. Was? Wir müssen den einfach nur mal auf eine neue Version patchen. Der ist ein bisschen kaputt, der Patchy. Der braucht mal ein Update. Den müssen wir mal zur Upgrade Station bringen. Damit er vielleicht wenigstens marode ist. Nicht mehr so primitiv. Fortschrittlich wäre schon wieder zu viel. Hä? So gut. Was, alles was? Gut. Was? Guck mal, da hinten war ein Parasaurus, wenn du Hunger hast. Ich sehe gerade ein Fiumiva. Fiumia. Fiumiva. Boah, ey. Also heute habe ich irgendwie Sprachfehler. Was geht so? Fragt The Wannabe Newbie. Also heute geht eigentlich so ziemlich das, was die Damen sich wünschen. Heute ist Frauentag-Special, haben wir ja extra mit reingeschrieben. Wir rechnen mit dem Schlimmsten, weil es gibt so... Tina ist noch nicht da, aber sie würde wahrscheinlich direkt schreien, Höhle! Vielleicht kommt Tina noch dazu. Aber wir würden wahrscheinlich dabei sterben, wenn wir da hingehen wollen. Was nicht so cool wäre. Obwohl sie eine neue Höhle mal erkunden, da auch nicht schlecht. Ja, na klar. War. Also ich würde sagen, wir schlagen den Damen in diesem Haus den allerkomischsten Wunsch nicht aus. Ah, guck mal, das ist Mike! Aha! Wobei, ich kenne mehrere Mikes. Das könnten jetzt viele Mikes sein. Aber ich denke, das ist Panda Mike. Das war klar, Arno. Das war so klar. Das war sowas von klar. Ich verstecke mich im Felsen. Ich verstecke mich einfach im Felsen. Da findet mich keine Höhle. Weißt du? Da bin ich sicher. Ich könnte schwören, ich habe die Felsen hier schon mal alle abgebaut, aber irgendwie kommen die wieder. Guck mal, ich kann hier überall durchlaufen. Ich bin ein Geist. Hier, der hier nicht. Oder doch? Hä? Da hinten ist ein Fiumia. Der nette Panda. Da ist noch so ein komisches Federvieh mit fetten Krallen, wo du gerade drauf zuläufst. Was, wo? Auf der ja, okay. Seite. Hab ich schon gesehen. Aber der ist doch nicht weiter schlimm, du hast doch einen T-Rex hier. Der nette Panda, gibt's auch einen bösen Panda? Ja, der Torgo, der kocht Katzen! Apropos Katzen, wie geht's deiner eigentlich? Haha. Durchen! Ich werde das nie vergessen, einfach. Tina, ach Mann, warum ist Tina jetzt nicht hier? Oh, das war so gut. Ich gehe mir dann jetzt mal was zu essen machen und im Hintergrund hörst du nur so Miau! Wir müssen euch besuchen kommen. Wo denn besuchen? Mein Inventory ist absolut voll. I am here. Du meinst jetzt aber auf dem Teamspeak. Oder wo? Schiffbruch. Ja, aber der Server ist ja nicht mehr. Leider. Was mich sehr traurig macht. Also mit den Minecraft-Servern hast du es nicht so, oder? Ja, ich weiß nicht. Immer wenn ich mich irgendwo teamtechnisch engagiere, dann macht er kurze Zeit später zu. Ist das ein schlechtes Omen? Oh Mann, ey. Aber so viel tragen kann der T-Rex auch nicht, ne? 530. Nee, ich hab's gerade gesehen, ja. Kann ich eigentlich nur noch einmal voll machen und dann müssten wir uns auf den Rückweg machen. Einmal voll machen? Ja, mach mal einen Eimer voll! Eimer voll. Mach mal Eimer voll. Ja, ich bin jetzt... So, Minecraft-technisch bin ich eigentlich nicht mehr so aktiv. Ich habe mir da Life in the Woods zugelegt. Das ist ganz cool. Aber... Na, ich komme nicht mehr so richtig dazu. Ich war da jetzt auf einem anderen Server unterwegs.
Aber ich kann mich halt nicht so richtig dazu hinreißen. Ich meine, ich hätte zwar schon Bock, Minecraft zu spielen, aber ich krieg es einfach nicht mehr auf die Reihe, irgendwas Anschauliches zu bauen. Ich krieg's einfach nicht mehr hin. Das hat schon auf Schiffbruch angefangen. Ich konnte einfach am Ende nichts mehr bauen. Bitte eine Schweigeminute für den Schiffbruch-Server. Boah, das habe ich gehört, du Sau! Also, wenn ich mir so von unseren LPTs mal so alles durchgucke, es gibt in jedem Spiel eine Taste, die ihren sinnlos empfindet, wo ich meinen Spaß habe. Kann das sein? Könnte sein. Bei The Welche ist Forest es denn ist bei sie. The Forest? Na, Q! Was ist denn da Q? Das Mikro, das Funkgerät. Ach ja. So sag ich ja, es gibt in jedem Spiel eigentlich eine Taste, die eigentlich sinnlos ist, aber die ich doch verwende. Hier ist es halt Z. Ups, das wollte ich nicht. Wo war der überhaupt? Was denn? Ich habe gerade Morshops getötet. Nee, ich hab den getötet. Ach so, du warst das. Ja. Hast du gesagt Hunger? Jetzt hast du den Para angehauen. Ich bin überladen, ich kann mich nicht mehr bewegen. Bin doch hier. Pass auf, der komische Typ da kommt. Ja. Aber Obwohl, den du machen hast wir jetzt doch so ein tot. voll. T-Rex. So ein voll OP-Revolver. Ja, stimmt. Naja, so gut ist er noch gar nicht. Der könnte besser sein. Geht noch was beim T-Rex? Kannst du dich noch bewegen ohne Überladung? Ja. Dann gebe ich dir jetzt Yo, nochmal yo, yo, yo. 100 Feuersteine. Das ist zwar nicht die Welt, aber egal. Guck mal, ein Moonwalk. Oh nein. Oh Mano. Was denn? Was denn? Mike muss Mathe lernen. Eine Schweigeminute für Mike. Mathe Mathe Mike. Okay, Mike, dann schön, dass du da warst und danke für den vielen Spaß. Dann wünschen wir. Na gut, das ist eigentlich ein bisschen gemein, jemanden bei Mathe Spaß zu wünschen. Aber trotzdem wünsche ich dir zumindest noch einen schönen Abend. Bestell schöne Grüße an Elle. Und auch an Kevin vor allen Dingen. Och, wo ist denn eigentlich der süße Kevin? Ich bitte um genauere Beschreibung. Na, der andere Kevin. Oh, Der echte Bockwurst. Kevin. Ja, Bock de Woli. Vielleicht auch Bockwurst. Der Der ist fehlt mir laut so ein Steam bisschen. online. Die könnten, der hat uns schon lange nicht mehr, der hat sich schon lange nicht mehr abschießen lassen von uns. Wird mal wieder Zeit. Allerdings. Zeitlupe. Meine Wo ist Ausdauer ist jetzt das alle. Lied? Das Dum, Lied dum, von dum, Vangelis fehlt. Dum, dum. Genau das meine ich. Dum, 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 dum. Okay, alles klar, Mike. Sprintest du? Nee. Nein. Okay. Ich muss sogar wie kurzzeitig immer loslassen. Alles ziemlich voll, aber der Ankylo ist generell langsam. Das ist halt ärgerlich. Aber wir haben jetzt erstmal eine Menge Feuersteine. Wir können damit Zündpulver machen und dann können wir. Was wollten wir eigentlich damit machen? Stimulanzieren. Ach ja, genau. Dafür braucht man Zündpulver. Ja. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich das Zeug wirklich essen will. Was? Ich häng fest? Hier ist irgendwas. Ah, oh, hier ist ein Riesenstein auf dem Boden. Oh, da komme ich nicht drüber. Was? Da war ein Riesenstein auf dem Boden, da kam ich einfach nicht drüber. Stopp! Karawane halt! Zieh, 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 zieh! Ich musste kurz mal meine Flasche aufmachen, das habe ich mit einer Hand nicht hinbekommen. Das war einfach zu schwer für mich. Mann, was ist denn hier los? Ich bleib ständig irgendwo hängen. Slalom, Baby, Slalom! Autsch! Da war eine Palisade. Was ist eigentlich mit dem Dodo hier? Den habe ich gezähmt oder auch nicht? Ich weiß es nicht. Ja, der ist da. Ist der schon im Gehege? Nein. Ach, du blockierst mich hier immer. Warum kannst du über mich drüber laufen? Jetzt hast du es natürlich geschafft. Jetzt musst du einen Rückwärtsgang einlegen müssen. Es wird wohl etwas schlecht, wenn jetzt hänge ich beim Test? Nee. Etwas schlecht mit einem Ankylo über einen T-Rex zu laufen, oder? Na, Quatsch. Fände ich eigentlich sinnvoll, wenn das ginge.
Ich habe ehrlich gesagt nie Moonwalk-Tiere in Minecraft gesehen. Was? Anno schrieb das. Moonwalk-Tiere gab es in Minecraft auch oft. Achso, die im Baum festhängen, aber trotzdem laufen. Echt? Nehm ich mal an, dass die gemeint sind. Ich habe ja keine Ahnung. Ich habe sowieso generell nie von irgendwas Ahnung. Darum mache ich Let's Plays. Ah, es war schön. So. Sehr schön. Wir sind angekommen. Ich weiß, das war nicht gerade mega spannend, aber das musste sein. Weil es muss so sein. Kothaufen! Überall! Überall Scheiße! Jawohl, genau das will ich. Wir müssen nämlich unsere Düngerkisten da unten auch unbedingt mal wieder nachfüllen. Guck mal hier, ich habe nebenbei 69 Metall bekommen, ne? Das ist doch eine gute Ausbeute. Ja. So, dann wollen wir doch mal Zündpulver machen. Zack, 200 Zündpulver sind jetzt denn in Arbeit. Mehr Dings kriege ich da nicht rein hier. Du weißt schon, Dings von Bums. Ja. Feuersteine. Genau das war das Wort, was ich suchte. Richtige Moonwalk-Tiere? Warum habe ich die nie gesehen? Nein! Ich bin schon wieder runtergefallen. Naja, vorhin wollte ich es, aber diesmal eigentlich nicht. Boah, wir müssen ganz dringend unsere Düngerkisten wieder auffüllen. Ich meine, wir haben zwar noch eine ganze Menge Dünger für den Moment, aber trotzdem wäre es mal angebracht. Da müssen wir mal was tun. Wo ist ein Zement nochmal? Oben, wa? Zement ist, glaube ich, im Fabrikator ziemlich viel drin, kann das sein? Ich nehme es aus dem Schrank raus. Ach, du hast den Ankylo wohl schnell gemacht. Was, Ankylo? Ja. Ich habe die T-Rex hier zerstört gehabt. Ja, den habe ich leer. Waren im Ankylo nur noch 100 Steine drin? Habe ich echt alles mitgenommen, bis auf 100 Steine? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Habe ich echt alles wegbekommen? Scheinbar. Oh, ich bin so begeistert. Spitze, alle Spitze. Nein! Was? Ich werde ihn rächen. Du Drecksau! Mann, ich hab den Dodo vergessen. Den wollte ich eigentlich holen. Und jetzt kommt der dämliche Dino und tötet den, ey. Mann, ey! Schön, toll, das ist doch was. Wir brauchen einen neuen Dodo. Eine Sache von den Dingen, die ich in Minecraft verpasst habe, sind Moonwalk-Tiere. Ich habe das echt nie gesehen. Muss ich mal so sagen. Aber ich hätte das ganz gerne eigentlich mal gesehen. Das sieht bestimmt lustig aus. Oh, ich sollte vielleicht mal das Feuer ausmachen. Das Essen ist schon fertig. Weißt du was? Wir müssen für Zwarko mal einen schönen Platz bauen. Der liegt da draußen so unvermittelt rum, das ist nicht schön. Ich hab da mal eine Idee, warte mal. Oder wir setzen, ihn dann im Haupthaus irgendwo cool hin. Ich müsste meine Borsten abgesäbelt werden hier. Echt? Ja. Ja, das wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Hier, dein Allosaurus ist ein Level hoch. Was soll denn der bekommen? Was? Hallo. Na, mach du. Wenn du eh einmal hier bist. Ja, ich weiß, dass die heute auch streamen. Deswegen war ich ja so traurig, dass das gerade Mittwoch ist, weil Mittwoch hatte ich ja auch, das ist ja auch immer so der Tag so üblich. Also wenn in der Woche was gestreamt wird, dann ist es am Mittwoch. Und da war das war eben sehr unglücklich. Sonst würde ich jetzt wahrscheinlich auch dort mit dabei sein. Guck mal, Algard, siehst du, der sagt nämlich auch, der hat die nie gesehen. Die gab's bestimmt gar nicht. Anno schwindelt. Aber Lügen darf man nicht sagen.
Honest? Entschuldigung, Honest? Ja. Im Raum hinter dem Mörser. Was ist da? Gleich. Für die Flintstones. Ah, okay. Kann ich ja gleich nochmal welche machen. Also Feuerstein meine ich. Nicht Feuerstein, Zündpulver. Wenn ich was für Zündpulver hier oder das Schießpulver? Nee, das ist das Schießpulver, ja, Scheibe. Ich mache einfach nochmal 200. Und den Rest hau ich mal hier drüben rein. Erstmal übergangsweise, du kannst das ja nehmen für die Stimulantien, denn. Das wird schon passen. Irgendwie. Was wollte ich denn jetzt schon wieder machen? Mann! Diese Demenz ist so schrecklich. Aber wir brauchen noch einen zweiten Mörser. Das könnte durchaus sein. Ein bisschen Stein habe ich hier noch. Wir können auch Zwarko nicht in den Käfig stecken, Anno, wie gemein. Hier, Stein? Was brauche ich denn dafür nochmal? Ja, Stein auf jeden Fall. Mörser. 65 Stein und 15 Leder. Na, bloß gut, dass ich das Leder gerade weggepackt habe. Was ist denn? Im Drecks ist ja noch Leder. Im Drecks? Und die sind nur noch 300 Steine. Mörser. Mörserstellung. Ja, das hat einen anderen Grund. Was hat einen anderen Grund? Ach, nix. Nix, nix. Hä? Den anderen Mörser mache ich mal neben das Bierfass. Ach so, das meinst du. Ach, das. Das, ja, natürlich. Der Käfig, wo ich am Anfang daneben gespawnt bin, stimmt ja. Ja, genau. Der absolut ausbruchsichere Käfig. Zack, zack. Zündpulver. So. Also jetzt hast du erstmal genug Zündpulver, hoffe ich. Klo rechts. Ich kann doch gleich noch ein bisschen mehr machen, weil ich den alles in die anderen Mörser packe. Ja, da wollte ich gerade das Zündpulver machen. Boah. Warte, dann mache ich hier das Zündpulver und du machst da drüben weiter. Na, wo, hä? Na, ich mache jetzt hier drüben das Zündpulver an dem alten Mörser. Am alten was? Zündpulver, okay, gut. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Ich würde da ins Haupthaus so einen coolen Thron hinstellen und dann würde ich ihn da draufpacken gerne, aber das wird wohl nicht funktionieren. Nehme ich mal an. So, ich gehe jetzt Dodo suchen. Okay. Ey, das ist ein Biber! Ist aber kein Dodo. Aber jetzt gibt's auf dem Pelz, weißt du? Brauchen wir überhaupt noch Pelz? Ja, immer. Für das Doppelstockbett sowieso. Was? Ach ja. Was? Wie konnte ich denn den verfehlen? Der stand direkt vor mir. Wo ist denn der Biber jetzt hin? Biber, Bruder! Hä, wo ist denn der hin? Der war doch gerade hier. Da ist ein Dodo. Ah, ne, ist ein Monkey. Hier neben mir, ja. Hier ist der Biber bei mir. Hä, wie? Wo bist du? Am Lager. Ah, da hinten. Ja gut, wenn du den da jetzt angreifst, dann kommen die ganzen Viecher wieder runtergerannt. Ich touch einfach mal den Damm. Ernsthaft? Ich touch einfach mal den Damm. Ja, stimmt, Siliziumperlen. Brauchten wir die nicht noch irgendwie? Die haben uns doch gefehlt. Auf jeden Fall brauchten wir die ja. Hier ist noch ein zweiter Biber, der kommt zu dir. Sollen sie nur kommen. Jetzt dreht er doch wieder um zu mir. Au. Ist der andere tot? Noch nicht. Oder? Doch. Nee, doch, doch, der ist tot. Da kam was von oben runtergefallen, habe ich genau gesehen. Springer war das. Okay. Was denn der? Der Lystro? Ja. Der wollte nicht gerade wirklich gegen den Biber kämpfen. Doch. Das glaube ich jetzt nicht. Ja, er ist ein mutiger Lystro. Aber der Schuss war gut, ne? Der saß. Also, der saß. Wir haben so viele Tiere und trotzdem haben wir keinen Dünger. Verstehe ich nicht. Wie kann das sein? Ich habe Siliziumperlen habe ich schon ein paar mitgenommen, waren aber leider nur 13. Also ist jetzt nicht so viel. Hätte mehr sein können. War es nur leider nicht.
Ach, na eben, hast du den Grabstein gelernt? Ja, den habe ich gelernt. Weil Anu hatte noch was geschrieben? Ja, das habe ich gelesen, wegen Grabschaufeln, aber das wäre ja voll, auch so voll mies. Wobei, das wäre vielleicht noch sinnvoller, wenn das andere nicht geht. Aber deswegen können wir ihn ja trotzdem nicht beerdigen, das geht ja nicht. Das funktioniert nicht. Oh nein. Das war nichts. Fail! Was? Verkackt! So viele Tiere und kein Döner. Ja, so könnte man es auch sagen. Wow. Die Biber hast du abgebaut? Ja, wa? Rechts ab, hab ich abgebaut. Dann werde ich mal noch den Damm leeren. Den Darm leeren? Das heißt, den Darm leeren? Ja, ja. Das dachte ich mir schon fast. Aber warum kann ich denn immer noch keine 300 Holz tragen, verdammt? So viel wiegt das doch gar nicht. Das ist eine Katastrophe. Wir sind echt weit gekommen mittlerweile. Nach 40 Minuten haben wir es immer noch nicht geschafft, die Dodo warm zu machen. Oh Mann. Wir sind so gut, also einfach. Wenn das gerade ein Leck war, dann war es ein sehr lustiger. Warum? Das ist eine Katastrophe. Das war aber kein Leck. Es war eine Katastrophe. Dünger. Katastrophe. 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 Achso, Dodos. Noch mehr Dünger. Ja, wir müssen unbedingt Dodos mal suchen. Dann lass uns Dodos suchen. Ich verdurste. Mach doch sowas nicht. Sowas tötet Menschen. Wie Bärchen. Ich mal Wasser. Ja, mach das. So. Nein, der Lüstro steht mir im Weg. Ich komme nicht hoch. Was? Eine Kanone? Wir haben hier schon zwei Kanonen. Boah, der kommt ja einfach nicht hoch, dieser dämliche Lüstro. Weil ihm wahrscheinlich irgendwas anderes im Weg steht. Und ich habe noch mehr Dünger. Mach doch sowas. Ey, Junge, du kannst mich doch nicht beißen. Dein T-Rex ist zu aggressiv. Warum? Hilf mir, oh, der will mich fressen! Was? Alter, was zum Henker? Ich habe gerade einen übelsten bösen Grafikfehler. Was war das denn? Boden, was denn? Ich habe keine Ahnung, was das war. Yeah, Level up! Cool, Level 75. Irgendwie lädt es bei mir gerade alles komplett neu, ich weiß nicht warum. Ich habe doch keine Ahnung. Wir haben keine Metallbahn mehr in der Werkbank. Ja, alle oder was? In der Werkbank, ja. Was ist denn damit passiert? Ich weiß nicht. Ja, das habe ich mir nämlich gedacht, wie der alle ausgegeben war. Und dann so tun, als wüsstest du von nichts. Ich weiß nicht. Boah, das sind mir die richtigen. Boah, nein. Da könnte ich ausrasten, könnte ich da. Jo. Sorry. Ja, Quetzalplattform. Was brauchen wir dafür Metall? Kann das sein? Das haben wir noch nicht mehr gelernt. Aber ja, ich denke nach dem Level üb, dass ich das mal lernen könnte. Üb. Wir könnten mal ein bisschen Stroh hier unten gebrauchen. Aber warum sage ich dir das überhaupt nicht? Ich renne am Ende eh wieder selber. Quetzal. Ist ab Level 80. Nein! 80. Oh, Mist. Doch, ist ab Level 80. Wirklich. Ja, ja. Wir wollten eigentlich erstmal die Tauchausrüstung uns... Mann! Ich aus dem Rumpf. Ich bin so unfähig. Ey, seit wann steht denn der Baum da? Steht der schon immer da? Baum. Nee, der ist neu. Ich schwöre, der stand gerade eben noch nicht da. Der ist 100 Pro, ist der neu. Wo brauchst du Stroh? Unten in Düngerdingsbums. Hier. Ah, okay. In die Kotstation. Nein, nicht da unten. Was ist denn heute los? Heute ist der Wurm drin. Nicht da rein? Was? Stroh ist drinne. Wie vielen? Jeweils 200. Das ist ja gut. Jetzt muss ich erstmal wieder den Springer hier hochbringen zu die
Du bist schon hier. Ich komme gerade nicht drauf. Hier, Agatavis. So, das wäre das. Alter, was sind denn hier heute für Grafikbugs, Junge? Ich sag's dir. Ich habe hier richtig komische Dinger im Bildschirm. Teilweise. Weißt du, woran das liegt? Woran denn? Ah, Patchy. Ja, Patchy. Okay. Okay. Das wird sein. So, ich gehe jetzt aber Dodos farmen. Jupp, ich folge. Unauffällig. Wie nehme ich ihn da mal mit? Hier, komm, Hildegard. Sei mein Beschützer. Sei mein Guardian. Oh, Dünger! Schon wieder abgelenkt. Was war das? Ach, der Was? Dodo. Das klang gerade wie ein Kompi. Da ist ein Oviraptor. Oh, wie ist das schön. Stopp! Boah, ich habe noch nie einen Oviraptor gespielt in getötet in dem Spiel, ne? Habe ich bis heute nicht geschafft. Irgendwie rennen die immer zu schnell weg. Wie sieht's denn hier so erfahrungspunkttechnisch aus? Boah, dein Ernst? Ich hänge. Ja, das war bestimmt mein Ernst. Ja, das war dein Ernst. Hab ich ja gesehen, als ich das Inventar geöffnet habe. Dodos, hier hinten war noch ein Haufen Dodos. Oder rechts? Irgendwo lang. Hier ist ein Nystro. Da ist ein Dodo. Ich höre ihn, ja. Ah, oh, ich habe keine du Bären mit. Warte, ich glaube, ich habe sogar noch ein paar Mios. Ich hau ihm einfach irgendwas rein hier. Ich sammle mal schnell ein paar. Ich hab welche. Der hat schon. Ach komm schon! Lass mich da auch mal was Sinnvolles machen. Ich bin vorbereitet, weißt du? Boah, du bist ein ganz knorke Typ. Ich habe ganz habe knorke. Die Skills, Alter, ich habe die Skills. Übertreib nicht gleich. Was? Hey, Dodo jetzt. Wie? Das ging ja schnell. Dodo Nummer 1! Den schaffe ich jetzt direkt erstmal ins Gehege, damit er nicht wieder stirbt. Ist umbenannt? Kannst du gerne? Ja. Ich trage ihn schon längst. Oh. Wusste nicht, dass du ihn umbenennst. Ich sehe den Namen jetzt auch gerade nicht. Hast du? Ja. Ich sehe den Namen auch gerade nicht. Was ist das denn? Was ist was denn? Das ist ja was hinter dem Felsen ist. Hui! Dodo Nummer 1. Ein Carbonemis und ein. Ach, ein Dreieck. Ein Dreieck? Mike? Ein Dreieck. Dreieck, Mike? Aber Mike ist weg. Oh. Das kann gar nicht sein. Ich kann mit dem Dodo nicht sprinten? Was ist denn das für ein Quatsch? Warum denn nicht? Finde ich immer wieder schön anzusehen. Vor allen Dingen, wo sie den Dodo festhält. Oh! Lecker, lecker! Aber auf dieser Plattform hier oben waren wir auch noch nie, wa? Und wieder ein Dodo mehr. Auf welcher Plattform? Wenn wir, wo wir den Dodo gezähmt haben, da rechts hoch. Nee, da waren wir auch noch nicht. Das stimmt. Boah. Vielleicht, mal drüber, nicht... vielleicht mal drüber geflogen oder so, aber so wirklich umgesehen haben wir uns da noch nie. Weil das ist nämlich gleich der nächste See am Hang dran. An dem See waren wir schon. Ganz, ganz, ganz am Anfang, aber das ist in den Aufnahmen noch nicht dabei. Da sind wir gestartet. Boah, Bäume! Ich krieg im Koller. Hier ist der Lustro. Nee, also da sind wir tatsächlich gestartet. In der Richtung. Da ist noch ein Dodo. Alter, Bäume! Nein! Au! Oh! Boah, ich sehe überhaupt nichts! Ich kämpfe gegen irgendwas, glaube ich. Ja, gegen Carbonemis. Voll die Action hier. Oh, guck mal, der Alu hat auch gleich noch den Para nebenbei gekillt. Oh, shit. Greift mich was an? Ja, hier ist noch ein Carbonemis. Stirb, du Monster! Yeah! Killstil. Ja, das mit den Dings hat nicht so gut funktioniert. Dafür haben wir hier ein bisschen Dünger. Mit dem Zähmen, das hat jetzt schlecht funktioniert, weil ich habe natürlich clevererweise hat mein Raptor jetzt den direkt mal gekillt, den Dodo. Fiomia. Schick hier oben. Ja, hässlich ist das nicht, ne?
Da ist ein. Ach, Willow. Außer die Scheiße. Boah, die Bäume gehen mir auf den Sack gerade. So, das ist Nummer 18. Deswegen habe ich den Raptor genommen. Der ist ein bisschen kleiner und wendiger. Das macht sich besser hier so in dem Gebiet. Ich höre hier Dinos kämpfen. Ganz viele. Oh, da ist so ein. Aua! Sterbt doch mal alle. Da ist so ein Federvieh. Au. Au. Ah, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Also nicht viel jedenfalls. Der ist tot. Hier ist ein Kompli. Ein Komplize. Mehrere Komplizen. Das sind alles Komplizen. Boah, hier kannst du einfach nur noch zuhauen, ne? Guck mal, hier kommt noch ein Kombi. Ein Kombi, Junge! Kein Fließhack? Nee. Das müsste ja ein Kombi sein. Boah, hier, Alter, was ist denn hier los? Du kannst dich ja gar nicht bewegen, hier ist ständig die epische Kampfmusik. Ich sehe zwei Dodos am Strand unten. Dein Ernst? Steht da wirklich dein Ernst? Männlicher Dodo und ein weiblicher Dodo. Level ja. 6 und männlicher. Aber da ist das Vieh im Baum. Attacke! Achso, ich dachte auf das Vieh, jetzt hab ich drauf geschossen! Hilf mir! Was? Nein! Das ist ein Boy! Oh nein! Oh, ich hab's, oh, ich hab tot. Ach. Weißt du, ich dachte so. Du rufst so Attacke und dachte, du wolltest das Vieh angreifen. Nein. Die Pistole hat das gerichtet. Ich hab zwar überhaupt nicht gesehen, wo ich hingeschossen hab, aber es hat funktioniert. Für sowas wäre das Sturmgewehr nicht schlecht, wa? Boah, diese Kompis! Schon wieder? Ja, ja. Ich mach das mal mit den Dodos hier unten, ja. Ja, mach das mal. Ich bin ja hier ein Viehzeugmagnet. Wo bist du überhaupt? Du weißt ja, ich sehe dich hier immer so schlecht. Und komm, am Strand? Die Kombi-Kombo. Habe ich ihm verpasst. Wo denn am Strand? Hä? Ich finde dich nicht. Na, ja, gucke nach Ernst, wo der ist. Du hast dich sehr gut versteckt. Den sehe ich auch nicht. Ich gehe einfach mal in die Richtung hier. Boah, ich habe jetzt übrigens ganz viel Fleisch. Ich habe sogar rohes Filet. Zweimal. Und 114 Leder, das ist sehr schön. Weil Leder brauchen wir auch immer sehr, sehr viel. Laut Ansage bist du 224 Meter von mir entfernt. Ah, dann bin ich ja quasi genau abgebogen, was? Ja, ja, dann bin ich genau in die falsche Richtung gegangen. Nein, ich bin nach links abgebogen, da wo der kleine Seechen ist. Oh, ich höre hier einen Dodo. Ich muss nur mal den Raptor wegparken. Damit er den nicht wieder umbringt. Dodo Nummer 32 sind gezähmt. Okay, und ich bring den hier noch mit und dann haben wir es doch. Ja, also ich weiß nicht, ob das so hoffentlich gut klappt. Klar. So. Das hätten wir geklärt. Dodo hat sich kurz hingelegt. Ah, hier kommt. Ja, hier ist noch ein dritter. Das kann auch noch weg. Weiblicher Dodo Level 2. Wo ist der hin? Ich hab ihn gesehen. Hier ist irgendwo noch ein Dodo. Mir fehlt gar nicht mal mehr so viel bis Level 74 und dann könnten wir ja auch bald schon. Du weißt schon, weißt du? Was? Hier, Taucherausrüstung. Ja. Also nur noch zwei schön. Level und das eine ist schon fast voll. Aber ich bringe inzwischen drei Dodos mit. Ich bringe einen mit. Dodo Nummer 2, 3 und 4. Ich habe den hier nicht benannt. Ich lass ihm einfach den kreativen Namen Dodo tragen. Ich bräuchte auch ein bisschen Eskorte dann mal. Ja, ich komme dir dann entgegen. Ich trage die ja immer zurück, dann sind sie ein bisschen schneller. Dünger! Boah, ist das weit, ne? Da ist eine lila Kiste! Lila Kiste, lila Kiste! Da ist eine lila Kiste! Hab ich schon erwähnt, dass da eine lila Kiste ist? Weißt Nein. du, was jetzt voll blöd aussieht? Was denn? Jetzt steht das Schild da oben, ne? Wo unsere Schmiede ja war. Wo es da hochging. Ja. Da steht da jetzt voll doof. Oh.
Warum? Steht da einfach im Nichts. Ey, hier ist ein Bronto bei uns unten, oder? Ein Dilo, Diplo, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist ein Diplo, der war ein bisschen kleiner. Ein Dodo wäre ja, ein Dilo wäre ein bisschen größer, aber wir würden es jetzt heben, nee, oder? Diplo, nö. Ich würde ihn auch killen wollen. Boah, das geht voll ab hier. Royal Rumble. Ich mach den mal eben kalt. Welches Level hat denn der? Level 3. Warte, ich muss mal eben kurz in die lila Kiste gucken. Ein Carbonemi-Sattel-Bauplan primitiv. Schmeiß mal weg. Jupp. Weil wir haben was Besseres verdient. So, ich schnappe den mal eben und dann komme ich Escorter machen. Okay. Hä, was? Wie konnte denn der was? Bitte nicht getroffen haben? Hä? Was geht hier ab? Wo ist meine Einheit? Stirb! Oh, weißt du, wie lange das noch dauert, bis ich den Bogen hier verbessern kann, den Kompositbogen? Das glaube ich, will ich auch nicht wissen. Oder dauert das sehr lange? Was? Was? Mach nicht so Quatsch! Wer denn? Mach mal nicht so eine Faxen hier! Wer denn? Munition sparen! So, das wäre auch erledigt. Oh, hier gibt's jetzt wieder schön viel Leder. Das finde ich super. Ja gut, der hat erst ewig großen Wendekreis gehabt und auf einmal drehte er sich zu mir und stieß mich nach hinten. Aber irgendwie hat er mir nicht wirklich viel Schaden gemacht. Na, der Diplo. Mmh, lecker, lecker, lecker. Oh, was hat er ein schönes verloren? Ah, hier, saure Bodenwirbel. Mann, wäre das geil, wenn man das alles aufhängen könnte, ne? Ah, ich wollte ja Eskorte machen. Dann wäre die ganze Bude voll. Ja, da könnte man überall irgendwas Schönes hinhängen. Wie weit bist denn du von mir weg? Laut Ansage 360, 300. Hä? 462, 370? Oh, ich krieg den Dünger nicht. Oh, Schwertnerisch. Du musst doch hier, von hier irgendwo kommen, oder? Ich komme jetzt von da, wo wir gekommen sind. Oh, hier ist ein Betäubungsvieh direkt neben mir. Was? Was hat mich nicht angegriffen? Wo ist es? Wo ist es? Ah! Ich treff's nicht! Oha. Da werden wir doch gleich mal Stimulantium einhauen. Aber der war irgendwie nicht so aggressiv wie die anderen. Das muss ich ihm mal lassen. Aber die Stimulantien, die wirken dem aber sehr gut entgegen. Ich glaube am nördlichen Eingang. Ah nein, ich bin an, nee. Ich bin an dem nördlichen Trike bin ich jetzt. Auf jeden Fall. Da bist du wahrscheinlich an dem nordöstlichen, ne? Kann das sein? Ich glaube ja. Dann komme ich mal darüber, weil von da bin ich ja auch reingekommen mit meinem Dodo. Vor einiger Zeit. Ah, guck mal, Dodo hat doch schon mal funktioniert. Also den ersten Wunsch zum Frauentag haben wir doch schon mal erfüllt hier. Der ist zwar schon etwas länger offen, aber heute war der Zeitpunkt. Wo bist du denn? Ich sehe dich nicht kommen. Hier sind nur Parasauren. Sehe ich gerade? Ja. Ja, hinten ist auch einer. Ah, hier, da. Da kommt er. Mann, geh beiseite. Was? Was? Warum? Das ist unfair. Der hat den Geländevorteil ausgenutzt. Heimvorteil. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ist doch doch ein Sparschwein. Ja, nach mittlerweile einer Stunde, ne? Wir haben uns echt feiern lassen damit. Ja, was machen wir dann als nächstes? Jetzt haben wir die Dodo-Farm durch. Die Damen dürfen sich mal äußern. Ihr habt einen Wunsch frei. Ihr wisst ja, was uns nicht umbringt, das macht uns nur härter. Aber es wäre echt nett, wenn ihr uns nicht umbringen würdet mit eurem Wunsch. Höhle bringt uns zum Beispiel um.
Du bringst ja, du rennst ja an dem nordöstlichen Dreieck vorbei, ohne die Scheißhaufen aufzusammeln? Da war noch keiner, als ich vorbeilief. Hier liegt einer. Aber als ich vorbeilief, war noch keiner. Toll! Scheißhaufen aufgenommen, ich bin überladen. Schön. So eine Scheiße da! Ich könnte ausflippen! Ich könnte ausrasten, ja. Oh, das nervt mich total. Das macht mir wirklich nervig hier. Ich werde wahnsinnig! Wie wir. Oh, Anu, das ist eine gute Idee. Ah, Alter, den Wunsch kriegen wir erfüllt. Ein Klippensprung. Idee. Das machen wir. Wir kommen zwar nicht mehr hoch, aber wir machen das. Fallschirm. Du konntest die bauen, ne? Yep. Zack, da war weg. Da kommt eine blaue Kiste runter. Hier, den nehme ich das mal alles raus und pack das mal alles wieder in diese Futterbox da, ne? Was? Aber wovor hat der eigentlich Angst, der Dodo? Der rennt vor mir weg. Dodo Nummer 1. Ich tue euch doch nichts. Was habt ihr denn? Oder ist hier irgendwo ein Dilo wieder gespawnt? Ich weiß gar nicht, was die alle haben und wovor die wegrennen. Kann mir das mal jemand erklären? Hier muss irgendwo ein gefährliches Tier sein. Wir sollten hier irgendein Tier zur Wache reinstellen. Besser wär's, bevor hier noch was Schlimmes passiert und hier alle Dodos tot sind. Boah, weißt du, wie ärgerlich das wäre? Wenn die mit einmal alle tot wären. Ja, irgendwas. Am besten den Raptor. Oder? Ich pack den Raptor mal da rein. Wo ist denn der? Ach, da. Hildegard! Die blaue Kiste ist unten. Ja, da kümmere ich mich gleich mal drum. So, der Raptor ist jetzt auch hier drin. Der kann jetzt hier aufpassen auf die Dodos. Ich hab doch hier gerade irgendwo ein Düngerhäufchen gesehen. Gut, du machst das schon mit den Dodos. Jojo. Ja, Klippensprung, dann machen wir doch mal hier. Die Klippenspringer haben schon lange keinen Klippensprung mehr gemacht. Den machen wir doch gleich mal. Oh, ein maroden Carbonemi-Sattel. Toll. Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Warum schickt er uns in die Höhle? Höhle. Dort ist eiskalt. Dodos? Naja, wofür sind die gut? Also eigentlich... Fleisch. Was? Wie kommt denn Zwarko hier rein? Was? Ho, it's magic! Was denn? Wo ist Zwarko? Zwarko liegt auf dem Tisch. Hast du den da hingelegt? Den hab ich doch vorhin schon eingeschmissen. Ups, hab ich nicht mitbekommen. Tut mir leid. Du weißt auch, ich höre nie zu. Es tut mir so leid. Ach so, ja, stimmt ja. Es tut mir so leid. Was? Es tut mir so leid. I'm so sorry. ich leg mal das ganze rohe Fleisch, was ich mit hab, einfach mal hier rein. Also essenstechnisch sind wir ja mittlerweile mal endlich wieder ganz gut dabei. Wir hatten ja was Zeit. Essenstechnisch? Essenstechnisch. Gesäßtechnisch. So. Du bist auch schon so gesäßtechnisch. Leder packe ich wieder hier drüben in die Upgrade Station rein. Jupp, yep, ich hätte hier noch was für dich. Für mich? Ach, das ist ja, aber lieb von dir. Ah. Jo. Also muss ich nur herkommen, dann kriegst du. Ja, ich will bloß meinen Dünger unten rein plantieren. Ja, das ist. Stopp! Nein! Noch nicht runter! Nein! Nein! Ach, Mensch. Nein! Oh, noch mehr! Oh! Ja, ich bin nicht mehr überladen. Alter! Ich bin noch überladen. Ein Haufen Scheiße. Danke. Nein. Es regnet! Ja! Auffüllen! Nein! Bin da drinne! Ey, da hinten fliegt so ein Fliegeding. Hier, wo du gesagt hast, darf nur einen geben. Verstehst du das Fliegeding? Was? Kennst du doch das Fliegeding? Wo? Das fliegt da irgendwo. Wo? Irgendwo unten am See. Es kann nur einen geben. Muss es erledigen. Töte ihn! Wo? Der fliegt da irgendwo rum. Wo? Suchen, zerstören! Bob zerstören! Bob!
Hey Bob! Wolltest du mich jetzt so auf den Arm nehmen? Wo ist denn das Vieh? Das ist da lang geflogen. Ich schwöre bei meinem Leben. Von wo nach wo? Richtung Basis, am Strand lang unten, beim Floß vorbei. Richtung die Klippe, wo wir immer runterspringen, den Klippensprung machen, den wir jetzt gleich machen wollen. Hast du die Fallschirme schon gebaut? Nein, noch nicht. Ha, weißt du, jetzt kann ich es wenigstens auf dich schieben, dass wir das noch nicht gemacht haben. Ich sehe es nicht mehr. Das ist ja ärgerlich. Na, warte. Na, warte! So, Fallschirme. Fallenschirm. So, Munition habe ich wieder dabei. Soll ich dir mal ganz ehrlich was verraten? Soll ich dir mal ganz ehrlich verraten? Ich steige jetzt erstmal wieder auf den primitiven Bogen um. Nein! Doch, weil den Kompositbogen, den nehme ich erst dann, wenn ich ihn upgraden kann, weil die Haltbarkeit ist mir zu schade. Und der normale Bogen, der normale Bogen bringt es geupgradet auch übelst. Der ist übel stark, wenn du den upgradest an der Upgrade Station. Boah, wer hätte gedacht, an der Upgrade Station ein Upgrade? Wow. Was? Der macht übelsten Schaden, ey. Guck mal, legendär. Ich brauche dafür 40 Ströte, 20 Fasern und 10 Leder. Ich bringe den jetzt auf die maximale Stufe, damit werde ich wahrscheinlich alles one-shotten. Das ist auch wiederum doof eigentlich. Ich finde die ein bisschen overpowered, die Upgrade Station, muss ich ganz ehrlich sagen. Uiuiui, was ist denn jetzt los? Da oben steht ernsthaft eine 7. Alter Schwede! Wir heißen euch erstmal herzlich willkommen und falls Damen dabei sind, dann auf jeden Fall mal alles Gute zum Frauentag. Ja, ja, alles Gute. 18. Ja, 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 ja. Oh, ich hab schon wieder vergessen, die Faser reinzupacken. Jetzt ist er Leder. Überragend ist die maximale Stufe. Soll ich dir mal sagen, was der jetzt macht? 532 Haltbarkeit, der wird wahrscheinlich nie kaputt gehen. Und Waffenschaden 394%. Wieso kriegst du immer die guten Waffen? Das finde ich voll fies. Dann bau dir doch auch so einen Bogen. Der kostet doch nichts, der kostet doch nur Holz und Fasern. Der ist quasi geschenkt. Ich will auch keinen Bogen haben. Ja, das andere ist so teuer, das kannst du nicht so leicht upgraden. Das dauert ein bisschen länger, bis du das so geupgradet hast. Die Leuchtpistole vielleicht irgendwie upgraden, dass die länger brennt oder so? Nee, ich glaube nicht. So, ich habe jetzt hier Pfeile mit. Ich bin sowas von equipped, Alter. Ich werde einfach alles tot machen. Hier, Fallschirm, stopp! Wo, Fallschirm? Ein Faltschirm. Yay! So, Klippensprung, würde ich sagen. Ich hau nur noch schnell die Bären, die ich hier im Inventar habe, in den Futtertrog rein und dann. In den Futtertrog! Futtertrog! Beschiss! Immerhin ein fairer Kampf. Wie kommen wir denn jetzt da hoch? Wir haben ja keine, und so weißt schon, ne? Wegen den Mods, die jetzt nicht mehr da sind, haben wir jetzt keinen Weg mehr da hoch. Laufen? Wir laufen, oder? Ich würde nicht fliegen wollen. Weil dann stehen die Flugtiere wieder da oben und so. Wo gehen wir lang? Ich denke, linksrum wird schneller sein, ne? Dann gehen wir links. Außer wir erforschen schnell hier diese Aufzugsplattform, da können wir hochdüdeln. Ach Quatsch, das machen wir später mal. Aber das ist eine gute Idee, das müssen wir echt mal machen. Da hinten sind Herzchen, die haben sich lieb. Ich muss das Schauspiel beobachten. Oh Mann, jetzt haben sie aufgehört. Och Manu. Immer wenn ich hier reinkomme, kriegen die total die Panik, ne? Guck mal, die kacken hier alle los. Ich sag's dir. Das kann nicht wahr sein. Das ist der Wahnsinn. Wir haben so eine krasse Dodo-Farm. Ich bin zufrieden mit dem, was wir erreicht haben. Und warum haben diese Dodos noch Meobären drin? Wir wollten doch alle Dodos eigentlich das Futter wegnehmen. Das sollte doch alles in dem Futtertrog sein. Ich habe so das Gefühl, die klauen die sich. Kann das sein? Dass sie die da vielleicht rausnehmen? Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, wie das Gerät funktioniert. Der Gerät. Auf jeden Fall sitzen hier gerade zwei Dodos auf der Bank fest. Ja, das sind die Panzerknacker. Die sitzen auf der Bank fest. Jetzt kommen die alle hinterher gerannt. Was, mir? Ja, jetzt sind ja gerade drei Stück am Zaun hängen geblieben. Upsala. Ja, die folgen mir tatsächlich auch. Noch einer? Nein, ich glaube, das war's. So, jetzt geht's los. Jo. Beim Nebel auch noch, na toll. Ja, da sehen wir wenigstens, wo wir hinfliegen. Padded. Oh, kein Padded? Hab ich schon.
Oh. Hab ich schon. Hab ich schon. Nein, ich will! Yeah, Petal! Aber ich hab auch einen. Le Petit Bistro. Oh, hier ist ein Stego. Bist denn du schon wieder da? Ich will mal gucken, wie oft ich mit dem Bogen treffen. Alter, 3 Schüsse, ne? Für ein Stego. Ich sag's dir, das Ding ist so übertrieben. Der ist einfach überragend. Wir brauchen Obsidian, wa? Ja, wir brauchen Obsidian. Ich möchte nicht wissen, wie der Kompositbogen dann abgeht. Aber das ist echt so übertrieben, ne? Mit der Upgrade Stage. Normalerweise findest du solche Sachen eigentlich übel schwer. Ich will nicht wissen, wie das Schauschützgewehr dann ist. Ja, da muss wahrscheinlich alles wegballern, einfach mit einem Schuss. Bumm tot, bumm tot, bumm tot. Ey, wollen wir mal unsere tolle Brücke benutzen, die du gebaut hast? Einfach mal links hochgehen und dann rüberlaufen? Kann man machen, ja. Ja, haben wir überhaupt noch nie benutzt. Ich sehe überhaupt nichts. Ja, du nicht, aber ich habe die schon mehrmals benutzt. Echt? Ja. Ja. Beschmutzt, 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 beschmutzt. Ich habe die da überhaupt noch nie verwendet. Erzähl mal was Spannendes. Oh, das war, dann ist das. Lass los. Müller? Mann, was? Diese ganzen Steine hier. Wer hat die überhaupt hier angepflanzt? Pflanzt du auch immer Steine? Ja. Ah, das haben wir ja schon hier. Ey, stopp, hier ist eine Ruine. Ja, die haben wir aber schon. Hier ist ja schön. Man könnte natürlich auch ganz cool hier rüber gehen. Kommt man da überhaupt rüber? Jupp. Geil. Aber ich stehe trotzdem die Brücke. Ja, ich nehme auch die Brücke. Ich wollte nur mal gucken, ob es rein theoretisch möglich wäre. Wo ist denn die Brücke? Oh, da hinten. Oh, hier war die Klippe. Achso, du sammelst was auf. Ich wollte gerade sagen, hörst du das? Mülltonnen auf Köpfen zum Beispiel? Was? Achso. Ja, gut. Nein, das ist eine andere Geschichte. Da hat mir Tina letztens die Bilder zugeschickt, ne? Ich musste. Ja, mir auch. Wir betreten jetzt die Brücke. Beschädigte Brücke. Ey, die Brücke ist beschädigt. Ich gerade. Ich weiß nicht. Drauf geschissen. Beschmutzt. Sie ist beschmutzt. Beschmutzt. Das ist auf der anderen Seite. Wo? Auf 1 Uhr. Was hängt da oben noch rum? Hier ist der Patch. Nein. Patchy. Au. Alter, mit einem Treffer einfach. Es ist so übertrieben. Patchy. Einmal in den Kopf geschossen, sind direkt tot. Ich baue immer gerne das Arschfleisch ab, das schmeckt besonders lecker. Das Leder ist auch besonders fein. Au. Nein, wieso? Ah, oh, siehst du da toll, danke. Ich hab dir... John Delm hat dir das Leben gerettet. Oh, schön. Mann, wieso? Sei mal froh, dass ich den Killstil gemacht hab jetzt. Oh Mann. Ich sag, das ist der Patchy. Ich hab's dir von Anfang an gesagt. Das ist 100 Pro, das ist der Patchy. Jetzt bin ich überzeugt. Hier schwebt immer noch der obere Teil unserer Schmiede, aber wir kriegen das 100 Pro nicht wieder aufgebaut. Ne, nicht so. Das kriegen wir nicht hin, wir könnten es aber abreißen. Ah, der Schrank steht aber noch. Ah, das ist so ärgerlich, ne? Hier stand die Schmiede so schön und jetzt dadurch, dass der Mod weg ist, auch hier die ganze Rampe, alles weg. Wir sollten uns beeilen, bevor es dunkel ist. Ja, würde ich ja gerne, aber irgendjemand hat mich rausgeschmissen hier. Ich weiß nicht. Patchy. Boah, ich hasse die Viecher immer mehr. Alter, ist das heftig. Vor allem, das ist echt nur so ein normaler Standardbogen, ne? Was ist denn euer nächster Wunsch nach dem Klippensprung? Fragen wir mal so, weil der Klippensprung ist gleich passé, den haben wir gleich erledigt. Wir sind ja quasi da. 21, 31, wird gleich dunkel. Das Raptor! Raptor! Nein! Warum ich? Gibt's ja wohl gar nicht. Was soll der Quatsch? So, bist du bereit? Bereit. Okay, machst du zuerst oder ich? Ja, wohin springen?
Na, aufs Los, oder? Das ist der Klippensprung. Aufs Los, meinst du, ja? Ja. Das ist ein zweiter Biber? Ah, ne, ist der Käfig, wa? Geronimo! Ich kann nicht steuern! Ich kann nicht steuern! Wir kollidieren! Ich flieg zu weit. Ich hab's verlernt. Ich kann's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr drauf. Doch, krieg ich hin. Krieg ich hin. Mayday, Mayday! Mayday, wir stürzen ab! Ich kann nicht steuern. Kann man den Fallschirm eigentlich auch vorzeitig deaktivieren? Geht das? Das weiß ich nicht. Ich glaube mit Springen, oder? Ich würde das ganz gerne mal probieren. Ich drücke nochmal die 7. Nö. Springen auch. Ja, springen! Autsch. Aber ich bin auf jeden Fall auf dem Los gelandet. Oh, der Mond! Guckt euch das an! Der hat eilig heute. Es wird gleich wieder hell. Ich finde das immer so schön. Ach stimmt, das war doch hier in Ark, ne? Der Mond, der geht nämlich eigentlich im Westen auf, rast dann nach Osten, um dann im Westen wieder unterzugehen. Das ist, mit der Sonne ist das genauso. Von wegen hier, also wir sollten unser Weltbild mal korrigieren. Wieso haust du schon ab? Was? Ich dachte, du bist schon da. Ach, das war's Floß, was ich gelesen habe. Oh, das tut mir sehr leid. Ich komm nicht hoch! Schnell, ich bin gleich da. Ich sitze, ich warte. Ich hab mir wehgetan übrigens. Oh nee. Ah, nee. Oh komm, nee. Da geh ich direkt weg. Du das Node! Ups. Kannst du wem anders erzählen? Das war niemals unabsichtlich. So, nächster Wunsch. Wir haben noch ein paar Minuten Frauentag heute hier. Haut mal raus. Wir sind für allen Unsinn offen. Habe ich das wirklich gesagt gerade? Ich befürchte. Ich kann das gar nicht glauben. Alter, warum habe ich schon wieder so viel Fleisch? Ach so, ich habe endlich jetzt getötet. Wer ist denn? Ich bin noch neugierig. Ich bin doch schon immer so ein neugieriger Typ. Wer ist denn jetzt eigentlich noch alles da? Verratet uns das doch mal. Wir sind doch sowas von neugierig. Wie wär's denn einfach mal so aus Spaß Narkobären essen? Warum? Was bringt uns das auch nicht? Nix. Wir können auch einfach mal aus Spaß in den Ofen springen. Wir spielen böse Hexe. Welchen Ofen? Na, den Ofen, den ich hier gerade ausgemacht habe. Weil er sinnlos brennt. Wäre doch eine Option. Klappt nicht. Klappt nicht? Na, er ist ja jetzt doch aus. Ach, warte, das Leder kann ich hier reinhauen. Hä? Hörst du das? Was höre ich? Den Springen höre ich. Hörst du das? Ah ja, du rutschst da runter. Das klingt wie so ein Slide-Geräusch. Das klingt wie Metall. Klong. Au. Bei mir klingt es wie so irgendwo runterrutschen. Wo bist denn du überhaupt? Ach da. Ich bin neugierige Mensch. Bitte, 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 bitte. Schreib doch mal alle irgendwas rein. Ich möchte mal wissen, wer überhaupt noch da ist. Also ich weiß, dass mit Sicherheit Anno noch da ist. Und ich vermute mal auch Algard. Und dann hört es bei mir schon auf. Mein Intellekt ist erschöpft. Ach ja, du hast ja den auch noch offen, ne? Zum Chat lesen den Stream, ne? Ja. Dann bist du noch auf jeden Fall mit drin. Stimmt. So, Feuer brennt mit Essen. Okay. Beim Rest gucke ich mal, ob die Argentavis hier noch was haben. Okay, die haben. In der Zeit gucke ich mal bei Inkrame, was man so alles Neues hat. Ja, mach das mal. Ich könnte eigentlich auch mal so langsam gucken, weil ich müsste beiden Level hoch sein. So, ich habe hier Dünger gehört. Aber es war nur der Lystro, den brauchen wir nicht, den Dünger. Ein SWAT-Schild. Was für ein Ding? Ein SWAT-Schild. Was? Warum ein SWAT-Schild? Was haben wir noch? Ein Mosasaurus-Sattel? Was ist denn hier? Der Argentavis von mir hat übelst viel Fleisch. Ja, dann hier Atemgerät, Tauchermaske, Taucherflossen, Taucherhose, Unterwassermine. Hä? Möglich ist das, dass das der Feldi ist. Was? Der vierte Mann. Im Stream. Also die vierte Person. Sehr sicher. Wenn Boogie mal noch mit dabei ist, dann könnte das stimmen, was Anno da schrieb. Danke für den Dünger. Sehr schön.
Was Bronto Plattformsattel. Bronto Plattform. Wir haben aber kein Bronto. Aber okay, das wäre super. Ey, lass uns da einfach den Quetzersattel umgehen. Der Bronto kann auch fliegen. Wir bauen einfach einen Bronto Plattformsattel und alle Probleme sind gelöst. Da haben wir doch dem Spiel mal wieder ein Schnippchen geschlagen. Ja. Mann, sind wir ausgebufft, ey. Schön. Haben wir das Spiel so gelinkt, ne? Was war ein Mosasaurus? Mosasaurus? Ich hab keine Ahnung. Meinst du den Moshops? Nee. War das irgendein Meerestier vielleicht? Ach ja, stimmt. Ich nehm's jedenfalls mal an, also ich weiß es nicht, aber ich würde tippen, dass es das ist. Weißt du, was mich immer so verwirrt? Ach, das... Das ist das Vieh wie der Plesiosaurus, der Langhals? Ja. Ach, der neue. Ohne langen Hals haben. Weiß ich nicht. Bloß halt ohne langen Hals, aber mit fetterem Körper. Okay. Also ein Wassertier. Ja, ein Wassertier. Das reicht mir schon zur Beschreibung. Also können wir es hier noch nicht gesehen haben. Wir müssen echt mal. Ich brauche irgendwas, womit ich mal Erfahrungspunkte bekomme, dass wir hier mal Unterwasserausflug machen können. Das würde mich so reizen einfach. Ja, nicht nur dich. Ich weiß halt nur nicht, wie sich das mit dem Kämpfen unter Wasser verhält. Ich glaube, du kannst generell, glaube ich, nur einen Speer verwenden, ne? Es wird doch bestimmt irgendwie Harpune geben oder sowas. Ich habe keine Ahnung, irgendwann. Aber das wäre echt brutal unter Wasser, nur mit einem Speer. Weißt du, wie fies das ist? Ah, Hallöchen! Forschi und Resi, siehst du, die sind auch noch mit dabei. Was, Resident Evil guckt zu? Nein, Resi, ja. Also. Schachmatt. Ist nicht Resident Evil. Guck mal, die Resi könnte auch noch einen Wunsch äußern. Zum Frauentag heute. Dann ist Anno nicht so allein mit ihren Wünschen. Oh, hier Dünger ohne Ende. Ich krieg ihn nur nicht, weil ich irgendwie immer aufsteige, wenn ich Dünger will. Wer war's noch? Ich hab hier noch mehr Dünger fallen hören. Bei die Karnos mal gucken? Ja, bei die Karnos komme ich gleich lang. Ich bin gerade am Essen machen hier. Also am Essen auffüllen überall. Ja, Essen auffüllen, aber sammelt Scheiße. Was soll denn das heißen? Ja, das mache ich auch noch nebenbei. Ich bin noch multitaskingfähig. Angeln müsste man mal wieder. Die Möwe hat fast nichts mehr. Hat die echt nichts mehr? Ja, 2, 2, 2, 3. Oh, das ist ein bisschen wenig. Das könnte man auf jeden Fall mal zusammenpacken, damit das nicht so schnell verrottet. Aber ich sehe nichts. Ich pack das direkt mal zusammen. Hier ist ein Fisch. Aber wir konnten ja nicht angeln, weil es lag an was? Ich weiß nicht. Irgendwas fehlte doch zum Angeln. Blutegel. Ach, ja, Blut, genau. Oder Baumharz. Würde auch mal Spaß machen, so eine Runde angeln. Baumharz angeln, ja. Baumharz angeln? Baumharz sammeln. Ach, sammeln, ich hab Angeln verstanden. Formationsflug machen. Ja. Mit was? Aber meinst du, das würde mit den Argentavis so groß funktionieren? Weil du kannst ja mit denen keine speziellen Sachen machen. Das ist mit den Peteran oder sonst ein bisschen was anderes. Ich hab nie gesagt mit den Adlern. Na, aber Anno schrieb mit dem Argentavis. Ach so, na eben, das habe ich auch nicht gelesen darüber. Oh, du ignoranter Tölpel! Das riecht mich schon wieder so auf! Tut mir leid. Hallo, das... Leiter? Was? Wie kommen wir aufs Dach? Die Leiter ist weg! Richtig, cool. Schön. Wir brauchen eine Leiter. Ich baue gleich eine. Ich habe doch die Baupläne dafür, oder? Ich glaube, ich hatte die Leitern. Ja, du bist dran. Oh, was leuchtet da draußen so hell? Ich bin am Zug. Oh, eine gelbe Kiste kommt da runter. Da waren eine Menge Fasern, Stroh und ich weiß nicht was noch. Ach, Fasern, lächerlich. Ja, Fasern haben wir ja. Leit... 15 Holz noch. Ihr könnt natürlich auch andere Flugwesen nehmen. Die Brontos sind halt noch ein bisschen schwierig zu steuern. Ja, mit dem Brontos ist nicht so einfach. Da werde ich hier mal meinen Joystick aus der Kommode holen und installieren, dann geht das sofort.
Ah, Mensch. Bis zur Manövrierunfähigkeit. Ich sag's dir. Und noch viel weiter. Mann, ich esse hier immer was, obwohl ich eigentlich die Leiter daran hängen will. Zack, die Leiter hängt wieder. Cool. Du kommst hoch. So, den ganzen Kram, den packe ich mal direkt wieder rein. Aber inwiefern denn Flugmanöver? Ich verstehe jetzt nicht so richtig, was wir da tun sollten. Weil man kann halt hoch und runter fliegen, aber das war's dann auch schon. Im weitesten Sinne, ne? Viel mehr ist, glaube ich, nicht drin. Beim Fliegen. Boah, sag mal, was hat denn der noch hier? Was hat der? Jetzt, ich weiß nicht, 8 oder 9 Levels hier, der Peter, der Dings da Don. Der Peter und Don, ja? Hat er so viele? Männlich und... Ach, männlich, scheiße. Männlich und männlich. Klappt nicht. Klappt nicht? Was klappt nicht? Nehmen wir schnell einen Namen mit F. Vogel. Mit F. Vogel mit F. Ja, ja. So, bist du auch so einer, der Flugzeug mit P schreibt? Ja, Flugzeug. Also Loopings gehen leider nicht. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Ja, Loopings funktionieren nicht. Ja. Was machen wir denn jetzt? Ich dachte, zur Gelbkiste fliegen. Ich dachte, die Damen wünschen sich alle irgendwas Schönes hier zum Frauentag, weißt du? Aber haben wir eigentlich... Ja, haben wir schon mal. Wir sind schon mal über die Insel hinausgeflogen. Ne? Wir haben uns schon so einiges angeguckt auf der Insel, was es so gibt. Yep. Damals unfreiwillig, als wir dem Quetzal hinterher sind, ne? Yep. Also es ist drinnen gewesen, Bauplan Kompass und Bauplan Metall-Dinosaurier-Tor. Alles nicht brauchbar. Ach Mensch, ich bin doch blöd. Bin ich nicht. Das Metall-Tor haben wir schon? Ja, müssen wir beide schon haben. Warte, ich guck gleich mal nach, ich stehe nämlich in der Nähe. Moment. Ja, ich hab Momente. Metall... Wie ist das? Metall-Bindestrich? Metall... Ne, Metall, Lücke, Dinosaurier, Turbo. Tor, Entschuldigung, ohne Bo. Dino. Es reicht doch, eine Baupläne zu gucken. Bei dir kommt eine lila Kiste runter. Metall, Dinosaurier, Tor haben wir, aber Torbogen haben wir nicht. Ne, Tor, ohne Bogen. Ja, wir haben das Tor, haben wir doppelt sogar. Könnte ich eigentlich einmal wegschmeißen. Sortieren alphabetisch. Was haben wir denn noch doppelt? Hier, Dinosaurier-Torbogen haben wir auch doppelt. Granate haben wir auch doppelt. Bombe? Bombe. La Bomba. Metall-Dinosaurier-Tor haben wir auch doppelt. Kreuzung haben wir auch doppelt. Metallfenster, Metalltür. Ich fliege auf das Licht zu. Geh nicht in das Licht! Nein! Doch, ich fliege dem Licht entgegen. Ein Ausflug nach Death Island. Ne, das ist doch drin, oder? Also das kriegen wir doch hin. Das könnten wir sogar noch in der halben Stunde schaffen, ja. Na klar, das schaffen wir locker. Zu Fuß? Oh, das ist sogar eine lilane Kiste mit orangenen Bogen. Warum? Ich will auch mal eine Kiste. Lass mich auch mal eine Kiste gucken. Vielleicht ist dann mal was Sinnvolles drin. Was soll das heißen? Na, bei dir kommen immer nur die Rezepte, die wir schon haben. Auf Death Island ist auch eine lilane Kiste gerade. Die ist aber weit weg. Yep. Bist du das da oben? Ja. Darf ich mal schießen? Ey, ich hab gar kein Leuchtfeuer mehr. Was? Hast du noch welche? Nö. Was? Nö. Oh, mit was wurde das gebaut, das Ding? Zündpulver, ein bisschen Schwarzpulver und ein bisschen Holz, glaube ich. Oder? Vier Holz. Holst du mal bitte, dann kann ich dir das ansagen. Ich kann mir das auch sonst nicht merken. Ja, ich hol dir das Holz. Yo. Da kann ich nämlich gleich meine Level ein bisschen. Hol mal 80 Holz. Sag 10 für ihn oder was? Nee, ich mache jetzt einfach hier eine Menge. Mach einfach mal 80 Holz. Hab ich. 40 Fasern.
Hab ich. 40 Schießpulver. Aber das hole ich mir, das hole ich mir selber, das ist hier unten drin. Aber das andere kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Wo soll ich denn drin packen? Gib das mir. Gib's mir. Gib's mir, Junge! Okay. Ah, das war schon, das war gerade nicht okay. Dankeschön. Bitteschön, bitteschön. Die Kiste ist unten. Ich krieg's nicht hin, Leuchtfeuer zu schreiben, ne? 20 Mal kann ich jetzt herstellen. Ja, Leuchtpistole meine ich doch. Ich schreibe auf jeden Fall die immer leucht oder so. Ich will nicht reingucken, sonst ist wieder Müll drin. Geh da weg. Die Kiste. Geh da weg. Ich will, die wenn du das anfasst, dann ist wieder nur Müll drin. Was sagst du dir? Can't touch this. Das hatten wir heute schon mal, ne? Can't touch this. Boah, da waren so wertvolle Sachen drin, ne? Glaubst du gar nicht. Ja, ein Pulmoskorpion-Sattel. Zumindestens. Und ansonsten war auch nur eine Kompass. Aber zumindestens ein Gegenstand. Wie viel Leben, sage ich schon, wie viel Erfahrung bringt denn so eine Leuchtpistole überhaupt? Wow, eins. Wow. Ich level jetzt gerade so heftig, ne? Was? Ich level gerade übelst heftig. Ey, ich hab ja vorhin Quatsch erzählt. Die Dodo-Farm bringt uns ja wohl was. Was denn? Damit können wir uns mal einen Oviraptor zähmen. Mit den ganzen Dodo-Eiern. Dodo-Eier, genau. Genau, guck mal hier. 10 Leuchtpistolen für dich. Ich bin ja okay. Die cool. Hier. Cool. Geil. Irre. Wo mache ich denn die jetzt hin? Ich lass die stecken. Lass stecken, genau. Lass einfach stecken. Ich hab ein Dodo-Ei. Wir haben ich hab schon. Doch ein Dödel. Oh, ich hab 2 Dodo-Eier. Wir haben immer. 10 Dilo-Eier haben wir schon. Argentavis haben wir 11 sogar tatsächlich. Und Dodo haben hier wir ist noch gar eins. Doch hier 2. Ich hab 5 Eier in der Hose. Oh! Das war klar. Dodos, also ich glaube, die sind ein bisschen nützlich als Kühlschrank, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Ja, die neu reingeworfenen Dodos müssen wir eventuell wandern aktivieren, wa? Oh ja, das müssen wir mal machen. Haben die wahrscheinlich noch nicht. Die wissen noch nicht, bitte? Die aktiere wissen noch nicht, wandern. Wo man wandert. Die wissen noch nicht, wie das funktioniert mit dem Wandern. Pulmoskorpion Sattel haben wir schon mehrfach, aber der ist besser wie die anderen. Man kann ihn jetzt im Übrigen auch mit der Upgrade Station kann man Blaupausen herstellen, ne? Ja. Yep. Gibt's die Blueprint Station jetzt. Ich muss mal eben einen Schluck trinken, bevor wir nach Death Island aufbrechen. Haben die jetzt alle ein Eier wandern? Ich habe jetzt in der Tasche 8 Eier. Wow. Das klingt nach ganz schön viel. Und warum brutzelt hier irgendwas? Was brennt denn hier? Ich höre hier irgendwie ein Feuer. Ach, hier oben, die Fackel, die immer brennt. Ja, ja. Die ist irgendwie immer an. Da kann ich herkommen, wenn ich will. Die ist immer an. Genau wie die Türen, die immer offen sind? Ja, genau. So vergleichbar ist das schon. Ne, die Upgrade Station selber kann man nicht upgraden. Das wäre aber ganz lustig, ne? Was steht auf der Tafel? Kann ich vorlesen? Ich bin gerade da. Obsidian, dann. Oh, Hauptgebäude anfangen. 2 Ausrufezeichen und Ski-Quadratpulver. Ski-Quadratpulver. Ski-Quadratpulver halte ich für eine sinnvolle Maßnahme. Nee, aber das wollten wir eigentlich machen, aber da wir heute das Frauentags-Special gemacht haben, fliegen wir jetzt nach Dead Island. Aber ach, das war. Ach, Anno hat das geschrieben. Das habe ich, sehe ich jetzt erst, ne? Klo rechts. So. Na dann, wollen wir mal. Wo ist denn meiner? Ach, hier. Oh, Level 66 ist der schon. Dünger. Oh, Mist, gerade weggegangen. Schade eigentlich. Auf nach Dad? Ja, ab zu Dad. Wir fliegen zu Dad. Hey, Dad. Zu Dad geht's da lang? Zu Dad geht's hier lang. Wo willst denn du hin? Hier geht's zu Dad. Hey, Daddy. Was geht denn hier unten am Strand ab? Da ist ein Trike. Ob wir hier ein paar Tribus finden, mal eben zwischendurch schnell?
Ich meine, ja gut, was will man hier noch nach Tribus schauen? Ich meine, Öl kriegen wir auch anderweitig. Die Agitare sterben schon nicht. Wir passen auf die auf. Oh, was schwimmt denn da unten cooles, großes? Oh, wie ist die freie Kamera nochmal? Ich will das schon auch nicht mehr. Also bei mir ist es K, Orbitalkamera. Ach ja. Weil ich habe jetzt einmal auf Alt ist irgendwo frei umgucken und bei den anderen Spielen ist es auf C frei umgucken. Hä? Ah, da. Da war es gerade. Ich kann es nicht anvisieren. Es bewegt sich zu schnell. Ich glaube, es war ein Megalodon. Da ist er. Ein Megalodon Level 4. Er ist aber auch schon groß, ne? Ach, dort. Ja, hier unter ihm sind gerade wieder Quallen, zwei Stück. Halt, stopp, da ist da noch was hinter. Ach, ein Ichthyosaurus hinter dem Megalodon. Das Einzige, was mir ein bisschen, aber nur so ein kleines bisschen Angst macht, wäre irgendein Alpha-Vieh. Klar, ein bisschen? Kleines bisschen nur. Ein bisschen, minimal. Das sind doch keine Obsidian-Steine hier, oder? Nee, schade. Nee. Ach, wäre schön gewesen. Das Blöde ist halt, ich würde halt echt ganz gerne mal... Ist das dann Säbelzahn? Ja. Eigentlich hätte man hier in eine Höhle gehen können, wa? Ja, eben. Da müsste man sich aber mal ein Floß bauen. Wieso? Die Art in der Luft schweben lassen geht da auch nicht, scheiße. Oh, den wollte ich gar nicht schießen. Boah. Alter, was? Mit einem Schuss in Level 25, ne? Einmal im Kopf und das war's. Ups, oh, ich habe Stimulanzi gegessen. Wollte ich eigentlich nicht. Das war nicht der Plan. Hier, Betäubungspfeil. Hier, super Stoffhosen. Was? Super gute Stoffhosen. Ey, der hat Notizen der Rockwell-Rezepte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich herausgefunden habe, wie das Messsystem in den Rockwell-Rezepten aufgebaut ist, welche die Leute bei sich... Oh nein. Ich lese später weiter. Ich krieg einen Colonizer. Wo warst denn du? In der Luft. Rechts von dir. Aber wo? Ich hoffe nicht irgendwo, wo ich fertig Meter? Ist. 100 Meter rechts von dir. Wärst du mal in meiner Nähe geblieben. Gut, hier ist wär aber nichts, was deinem Adler gefährden könnte. Was geht? Ist der Adler was mit mir? Ja, du bist ja nicht da, oder? Wo bist denn du? Hä? Ich seh dich gar nicht. Ich komm grad wieder rein. Gleich. Ich seh dich aber überhaupt ich. Nicht. Kauf dir mal Internet, ey! Ah, da hinten. Ja, ich seh dich halt auch immer nicht, weil Rüstung und so, weißt du? Weißt schon, weißt du? Ja. Gut, hier ist auf jeden Fall nichts in der Nähe, was gefährlich werden könnte. Ich baue mal eben den anderen Säbelzahn noch ab. Mach ich direkt mal mit dem Argentavis. Nee, mach ich. Doch, mach ich. So, da bin ich wieder. Nee, mach ich. Doch, mach ich. Der auch eine Tasche verloren? Leider nicht. Ich muss mal kurz lesen, was da Schöne stand. Der Stein ist so schwarz, hat das was zu bedeuten? Ah, Portion Fleisch. Ach, das ist hier die Erklärung dazu, wie viel eine Portion ist, wie viel eine Handvoll ist und so. Okay. Ich will auch mal gehen. Interessant. Kann ich dir dann im Lager zeigen? Ich leg den dann eh da ab. Ja, ich weiß nicht. Also man kann die ja auch nicht in der Luft schweben lassen. Das geht doch schief hier, wenn wir jetzt hier in eine Höhle gehen. Die sterben doch alle. Man müsste sich jetzt wirklich zwei Billigdinger mal machen. Zwei Billigflieger, aber wie kommen wir denn zurück? Na, jeder steigt auf einen Flieger und der andere Flieger lässt ihn folgen. Wir satteln um, machen billig hier Sättel. Fliegen hierher und dann, ja. Ja, aber wenn die tot sind, kommen wir ja trotzdem nicht zurück. Dann zähmt man sich zwei neue Billig-Viecher. Na wo denn? Na gut, die sind ständig Argentavis, aber trotzdem. Wo geht's denn überhaupt rein in die Höhle? Hier oder was? Von da, wo der T-Rex ist, glaube ich. Okay. Wow, Bauplan Kompass, zweimal. Wie selten. Ey, hier ist aber auch alles. Pulmus Scorpius und alles mögliche. Also hier kann ich schon mal keinen Höhleneingang sehen. Bisschen weiter voraus noch. Hier ist ein Kanonenfutter. Da unten, ne? Da wo der T-Rex jetzt gerade steht, genau. Würde ich auch sagen, ja. Das sieht jedenfalls danach aus.
Nee, halt, das ist doch kein Höhleneingang. Ich, was denn dann? Normaler Felsvorsprung. Alter, also, wie sie einfach alle auf diesen verdammten T-Rex losgehen. Geh weg. Ey, das ist aber eine Ruine. Wo? Da unten drunter. Ach so? Ja. Könnte auch hier sein, der Höhleneingang eventuell. Ich glaube, der war ziemlich hier in der Ecke. Ja, hier ist er. Da ist er. Da unten geht's rein. Ach ja. Hier ist auch nur eine geile Ruine. Ja, man müsste sich echt mal ein Floß bauen. Aber halt ein richtiges. Ich sehe die Kiste. Ich sehe die Kiste da drunter. Ich trau mich da nicht hin, da ist ein T-Rex. Was? Und da ist ein Raptor. Hier sind überall gefährliche Tiere. Wenn ich hier lande, da ist doch gleich alles kaputt. Ich halte mal Ausschau. Bis jetzt kommt noch nichts. Ja, ja, bla 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 bla. Schließen, schließen, schließen. Aufs Reiten los, komm hier. Ich bin wieder in der Luft. Okay, ich geh mal. Wetten, jetzt kommen sie alle? Nein. Ja, 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 ja. Lass mich aufsteigen. Was war denn das jetzt so schönes? Ich hab nicht mal gesehen, was für eine Explorer-Note das ist, aber hier liegt ein Ei. Ein ziemlich rotes Ei. Könnte ein Dilo sein, vielleicht. Pulmoscorpius-Ei. Oh, oder so. Hier liegen überall Rucksäcke rum. Ja, von den Viechern, die der T-Rex tötet. Alles mal einsacken. Naja, ein Haufen Pfeile halt. Ansonsten nichts Nützliches. Ja. Aber wir wissen jetzt zumindest schon mal, wo die Höhle ist auf Dead Island. Das ist auch ganz interessant. Ja. Jetzt, wo wir den Erfahrungspunkte-Boost haben, wollen wir nicht vielleicht das Floß jetzt noch schnell... Warte mal, was ist das denn hier? Was? Wo bist du? Hier kämpft irgendwas. Ja, hier unten kämpfen T-Rex mit Argentavis und Skorpione. Nein, und hier über Wasser. Das ist ein übelstes Knäuel hier. Eine Möwe gegen ein Megalodon. Gegen zwei Megalodons, okay. Aber man braucht so abartig viele Punkte, um in Level hochzukommen jetzt, ne? Ja, dann bauen wir stellen und Floß. Ja, wir haben jetzt gerade den Erfahrungspunkte-Boost. Wäre das für euch so voll drin, wenn wir das jetzt machen würden? So ein Floß bauen mal eben. Boah, der killt ja einfach alles, dieser dämliche T-Rex. Doch, T-Rex! Beim nächsten Stream, da können wir dann schon rüberfliegen. Rüberschippern. Ja, wenn wir das noch schaffen. Hier ist eine blaue Kiste. Ja, aber ach, die ist es mir nicht wert. Das ist mir too dangerous. Ich bin noch kein Maniac. Maniac. Wow. Oh. Kommst du? Yep. Ah, der Abstand sollte ja nicht zu groß werden, wa? Und war was Tolles drin? Ich weiß nicht. Ich seh grad nicht. Mit Bauplan Metalltürrahmen. Wow. Da kämpft ein Raptor gegen einen. Und ein Dilo. Boah, das war unfair. Ach. Das war 2 gegen 1. Wo bist denn du? Jetzt kämpft der Dilo gegen den Raptor. Ich bin wieder drüben angekommen. Der Dilo hat gewonnen. Der Dilo hat echt gewonnen, ne? Gegen den Raptor. Auch mit Hilfe von dir. Nein! Nee! Boah, ich bin so ein Killer, Alter. Ich kill hier einfach gerade alles. Noch einer? Na? Na, komm doch her! Los, komm doch! Jetzt müsste T-Rex aus dem Busch kommen, ich würde so lachen. Was ist denn das da hinten? Wie ist ein Dodo? Echt, tatsächlich. Au. Na, wenn du davor fliegst, dann bist du selber schuld. Was mit dem Dodo? Wo wollen wir mit dem? Willst du jetzt ziehen? Weiß ich nicht, willst du? Mir ist egal. Oh, hier ist ein Rezept! Ja. Elixier des Vergessens. Na, das hast du doch schon, oder? Nee. Ach so. Ah, ich hab mich so tot gelacht. Der Genuss dieses Elixiers führt zu einer neuronalen Überladung. Deine Synapsen feuern ihre Signale zu schnell ab, was zu einem Gedächtnisverlust führt. Ups, jetzt glaube ich, habe ich schon mal. Jetzt erinnere ich mich wieder. Ja, ich habe das schon mal zu mir genommen.
Warnung! Die Einnahme führt zu einer Amnesie und dir bekannte Engrame müssen neu erlernt werden. Wirst du dann im Level zurückgesetzt oder kannst du einfach deine Engrame neu auswählen? Das wäre mal interessant zu wissen, ne? Lass den Dodo in Ruhe! Da kommt noch ein Raptor. Killer! Was? Chitin? Ja, ich habe hier so ein paar Viecher erledigt. Gut, na dann. Floß hab ich, ne? Weiß ich nicht. Ich glaube, Floß hab ich gelernt. Müsste ich dir mal kicken? Hier sind zwei Dodos sogar. Ja, Floß hab ich. Brauche ich 250 Holz und 125 Fasern. Und wir haben keine Sichel mit. Hast du nicht? Nee. Oh. Ich hab meine nicht mit. Schlepp ich sonst. Okay. Hast du welche mit? Nein. Was knurren hier schon wieder so gefährlich? Ja, ich hab mich auch gerade gefragt hier. Ich frag mich immer wieder, woher dieses Geräusch kommt, ne? Ich bin überladen. Ich versuch mal Fasern zu sammeln, was sehr lang. Wie viel brauchst du? Eine Menge. Moment. Eine Handvoll oder ich was? Hab alles, ja, genau, eine Handvoll. 125. Ich mach mal mit. Ich bin nur leider schon sowas von überladen, ich kann mich kaum noch bewegen. Holz hast du oder nicht? Holz habe ich alles. Das reicht. Ich brauche nur noch Holz Fasern. Holz hast du komplett, okay. Ja. Ich brauche ausschließlich noch Fasern, den Rest habe ich. Aber das sieht schon ganz gut, ich habe schon 32 hier. Ich hat Fasern bin übel laden. Bin laden und keine Ahnung laden und beladen und entladen. Ich bin überladen, ich kann mich nicht mehr bewegen. Und eingeladen. Ausgeladen. Ich habe schon 86. Wie viel hast denn du noch? 120. Ja, gib mir. Dann kann ich das losbauen. Metalltürrahmen. Er schmeißt einfach alles raus. Ich komme. Oh, das wird jetzt wieder. Nur. Das wird jetzt wieder die absolute Hölle, ne? Wieso? Na, mit dem Floß, das war doch so kompliziert. Das war so mega kompliziert. Na, richtiges Schiff. Dinge dann bauen, oder? Ja klar, sonst holt uns unterwegs ein Hai weg. Was? Ja, sonst holt uns doch unterwegs wieder ein Hai weg. Es sind nur noch 10 Minuten. Ja, willst du das? Na, diese Folge kommen wir doch nicht mehr in die Höhle rein. Nee, die Folge nicht mehr. Na, siehste. Wir werden diese Folge auch nicht mehr das Ding voll fertig kriegen, das Floß, das Schiff. Ja, aber immerhin ist es schon mal so ansatzweise, weißt du? Wie war denn das? Auf jeden Fall erstmal das Segel einholen. Holzfundamente. Ja. Ich glaube, die muss ich bauen, wa? Floß freilassen. Nö, ich kann das auch. Aber ich brauchte auch Holzpfeiler und die kann ich auf jeden Fall nicht bauen. 15 Fasern bräuchte ich für ein Fundament noch. Ich schmeiße dir zu, ich schmeiße dir einfach alles hier hin, was ich habe. Ich gehe mal eine Sichel holen, du kannst ja schon mal... Ah, warte mal, kann ich noch... Hast du noch ein paar Fasern übrig? Dann würde ich mal eben eine Kiste hier hinbauen. Ja, was? 10 Fasern bräuchte ich mal, dann könnte ich... Oder warte, die sammle ich mir schnell so. Dann kann ich hier eine Kiste schnell hinbauen, dann kannst du schon mal hier zusammensammeln. Da ist ein Patchy, oh mein Gott! Soll ich ihn schnell töten, bevor du austimest? Ja, schnell, 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 schnell. Mach ihn geil, töte ihn! Oh, gekickt. Ach, beim Patchy ist das ja eine schlechte Idee, ihn auf den Kopf zu schießen. Yep. Oh, es tut mir so leid. Ich töte den so ungern, ne? Ich finde den einfach so niedlich. Ich aber nicht. Ey, der hat mir Betäubung ausgeteilt. Mistvieh. Oh Gott. Kiste! Das ist wirklich ganz schön kompliziert mit dem Floß. Ja, das war mega kompliziert. Ich weiß das noch. Aber es sah mega gut aus am Ende. Also, was heißt mega gut? Aber es sieht halt echt toll aus. Und du bist vor allem sicher. Du kriegst das nicht mehr auf eine Ebene, würde ich dir sagen. Wie auf eine Ebene? Hier, ich schmeiße mein Fundament zu. Ja, das musste ich mit Pfeilern machen. Oh, ich drücke immer aufs Stimulantien. Ich verballer hier immer sinnlos die Stimulantien. Man braucht auf jeden Fall Pfeiler dafür, das weiß ich. Daran erinnere ich mich noch.
Boah, wie war denn das? Warte, ich. Genau, ich musste. Ich musste das so. Und dann musste das mittig vorne landen. Boah, wie war denn das gewesen, ey? Ich mach das nach Auge, da komme ich, glaube ich, besser. Das ist nicht gerade. Auch nicht gerade. Das könnte gerade sein, oder? Das sieht ziemlich gerade aus. Was denn? Zeig ich dir dann in Discord. Was hast du? Zeig ich dir dann in Discord. War das so? Ich weiß es nicht mehr. Oh. Ich glaube, ein kleines Stück musste nochmal zurück. Ich weiß nicht mehr, ob man das mittig vom Fluss setzen musste. Ich kann mich absolut nicht mehr dran erinnern. Ich baue das jetzt dahin. Fertig ist der Lack. So, und dann brauchte ich Pfeiler. Diverse Pfeiler. Das waren mindestens 3, möchte ich behaupten. Mir fehlen Strö. Strö? Strö. Ich hole jetzt keine Sense hier runter. Das macht mir nur wieder mein Inventar voll hier. Ich hole mal eben Fasern von unserer Kiste. Wir haben doch so viel. So viel zum Thema. Lass mal schnell Floß bauen. Wir haben einen Erfahrungsboost. Der ist mittlerweile auch vorbei. Jupp. Oh, so, Mensch. Pfeiler wird hergestellt. Jo, okay. Ein. Eins? Jetzt fehlt mir wieder Holz. Da kommt eine blaue Kiste runter. Yay! Okay. Ich brauche die blaue Kiste. Unbedingt. Rasputin. Ach, alles nur Müll. Nächste kriegst du wieder. Ach! Da ist genauso Müll drin, aber egal. Ich finde das gut, dass die das jetzt endlich gemacht haben mit dem links und rechts absteigen, ne? Haben die? Das ist so praktisch. Ja, haben sie. Aber da habe ich nicht viel mitbekommen. Ich mache das jetzt immer so. Die Rezepte packe ich jetzt erstmal hier rein in den Kochtopf. Auch die Beschreibung dazu. Lover of the Russian Queen, ja? Das war Rasputin. Lässt denn hier mal die Türen offen? Mann, 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 Mann. Schlimm immer. Babalalampam. Ich muss mich nur mal kurz entrüppeln, ich komme sofort zurück und dann nutzen wir die letzten 7 Minuten noch, um das Floß da so übelst fertig zu machen. Wir schaffen das noch. Die Folge. Man könnte meinen, ich hätte so jetzt noch nie gebaut. Wenn man das so hört. Oh, Moment. Das kann ich ja auch noch mit reinlegen. So, ich komme mal eben zurück. Da kommt eine lila Kiste runter. Ne, eine rote ist das ganz weit weg, oder? Ist das lila oder rot? Ich bin doch farbenblind. Mach das doch nicht. Ich würde denken lila. Ja, das ist lila. Aber die hat einen orangenen Rahmen. I'm a scat, man. Bitte, 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 bitte. Kennst du Scatman nicht? Jetzt hör auf. Ja. Oh Gott, Scatman. Klar kann ich Scatman. Na sicher. Ich komme wieder. Ach, da ist es. Da, so, ich hau hier mal ein paar Fasern rein. So. Die schnapp ich mir mal eben. So. So, jetzt wird's interessant.
Boah, nein! So, wir haben hier irgendwie... Was brauchst du überhaupt noch? Das war doch irgendwie so. Das war so mega kompliziert. Ah, ich brauche Holzdächer noch. Holzdächer brauche ich auch noch. Moment, kann ich das vielleicht noch selber bauen? Dann bin ich das Zeug im Inventar los. Holzdach kann ich nicht selber bauen, weil ich nicht genug Holz habe. Ich habe nicht genug Holz. Ja, ich auch nicht. Dann lass mal sammeln. Ich hätte Biber mitbringen sollen bei der Gelegenheit. Yep. Wäre praktisch gewesen. Aber wir kriegen das auch so hin. Wir haben es nicht voll drauf. Ich höre hier ein Dilo. Da hinten. Drei Stück. Ob das reicht? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Soll ich noch was bauen? Ja. Auf jeden Fall brauchen wir noch einige Fundamente, aber ich würde mal noch in Pfeiler und machen wir ruhig noch ein Holzdach. Für den Fall der Fälle. Man hätte das noch mit. Ich bin so blöd, ich hätte das mit Stroh machen können. Werde ich nie dran denken, ne? Aber egal. Wir haben's doch. So, warte, jetzt war das so. Ja, ich mal wissen, wie das war. Ach ja, warte. Und dann so. Wundert euch nicht, das sieht einfach verdammt komisch aus, aber es bringt am Ende tatsächlich was. Weil man konnte dann irgendwie von dort aus das Holzfundament tiefer setzen. Und das konnte man so lange machen, bis es auf Floßhöhe ist. Guck mal, das ist jetzt schon ein Stück tiefer. Ich probiere mal was. Hast du einen Holzpfeiler für mich? Yep. Ja. Es könnte sein, dass das schon wieder zu tief ist. Ah, es muss ja, warte mal, es muss ja unterm Floß. Das Holzfundament musste unterm Floß sein. Sonst konnte man das Floß von unten zerstören. Und dann hätte ein Megalodon oder so uns ganz, ganz schnell das gesamte Schiff zerlegt. So war das nämlich. Ich kann es nicht deuten. Kommt hier irgendwas, was mich fressen könnte? Nö. Noch nicht. Ich glaube, das ist unten, oder? Nee, ist es nicht. Nee! Hat er nicht gemacht. Nee. Ich glaube, ich muss mir echt das Video nochmal angucken zum nächsten Mal. Moment schon mal. Ich glaube, so geht's nicht. Es war auf jeden Fall verdammt kompliziert, aber ich würde sagen, wir fliegen erstmal zurück und machen das nächste Folge, oder? Jo. Besser ist das. Ich lege das mal alles hier rein. Nein! Doch! Ah, nein, vielleicht! Und dann nehmen wir auf jeden Fall auch einen Biber mit her. Und am besten den Stego für Stroh, ne? Ach na gut, der muss man wieder laufen. Ist ja gut für Stroh, ja? Ach, Stroh mach mal so. ja, naja. Ich würde sagen, wir haben es dann auch mal für heute geschafft, ne? Aber ich nehme mal eben noch den Biber dann damit. Ach ne, nehme ich nicht. Habe ich jetzt keine Lust drauf. Le Petit Bistro, ich gehe mal schnell nochmal überall ein Petit machen. Und dann passt das doch. Oui, oui. Oui, oui. Bonjour. Ein wilder Kanu ist hier. Wo? Am. Oh, Tatsache. Yep. Kanonenfutter!
Okay, Arno, das mache ich. Kein Problem. Haust doch gleich in die Lobby. Oh, Mist. Oh, oh. Ich nehme aber an, ich Trommeln hast du nicht gehört? Doch, habe ich gehört. Okay. Das wurde etwas knapp. Ja. Wir hatten doch einen Zweck erfüllt. Hat er eine Kiste verloren hier, also eine Tasche? Alter, was sind denn hier schon wieder für Mistviecher? Erledigt! You lose! Ja komm, wenn ich einmal hier unten bin, dann kann ich jetzt auch hier am Biberdamm nochmal zwischenhalten. So viel kann ich nicht tragen. Tragisch! Gut, wie dem auch sei, wir haben es auf jeden Fall. Ich habe das Holzfundament mitgenommen. So ein Mist. Dop, 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 dop. Toulouse? Wie Toulouse? Toulouse ist auch noch so ein geiler Song. Dünger! Wann hatten wir vor, die Folge zu beenden? Ich glaube in 5 Jahren, ne? Eigentlich. Oh, mir fällt das in so eine Trommelteller. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Zambel. Genau. Badum. Boah, ich kenne mich aus, ne? Ich bin eben voll der Musician Special Guy. Ich bin der Sex Guy. Der Epic Sex Guy. Wenn das jetzt hier drinnen gemacht wird, was ist dann? Was? Was wird hier drin gemacht? Ah! Du brennst ab! Hä? Oh! Ah! Oh, es ist so hell! Jetzt ist es weg! Oh, schön. Warum tut er das? Warum tut er das? Ich kann das nicht verstehen! Hey, was wollte ich jetzt eigentlich hier oben? Ah, ich wollte das Holz wegbringen, was ich schon da unten weggebracht habe. Naja, gut, dann komm mal runter! Es ist weg bei mir! Bei mir ist das nicht mehr! Na, komm mal runter! Das ist nur bei dir so fehlerhaft! Dass das dauerhaft bleibt. Wenn du unten bist? Das ist bei mir nicht. Das ist weg. Ernsthaft? Das ist einfach weg, ja. Oh, bei mir leuchtet es noch. So, ich gehe jetzt hier nochmal alle durch. Wegen Pettit und so. Wie es ja aussieht. Da gucke ich schnell nochmal nach die Dödeleier. Okay. Was? Ach was? So. Das waren nur die Dingsbums hier. Die stehen schon wieder zu weit weg vom Schippenkarl. Wir werden es nie schaffen, pünktlich zu starten oder zu beenden, oder? Werden wir das jemals schaffen? Nein. Ich glaube auch nicht. Pünktlich anfangen werden wir nie, weil ich immer die Ladezeit unterschätze für diese Welt. Und pünktlich aufhören werden wir nie, weil am Ende immer noch kommt, ich mach mal noch schnell. Und ganz ja, kurz nochmal. Ganz kurz! Und dann sind wir 3 Minuten später. Drüber meine ich doch. Jetzt habe ich gerade 2 Stunden später gelesen und sage natürlich, sind wir später. Dünger. Den bringe ich dann auch noch weg, wenn ich schon mal dabei bin. Aber sind die immer nur 2 hier? Boah, das leuchtet in deinem Bude, das sieht aus. Disco! Oh, schön durchs Fenster durch. Ich mach Party. Machst du heute Party? Wir haben 13 Dödo-Eier im Moment. Was, Dödo-Eier? Dodo. Ach, Dodo-Eier. Dodo. Du kriegst gleich ein paar auf der Schnauze. Kennst du das? Nee. Nicht? Oh. Nee. Hier mit dem Trabi? Komm, jetzt gibt's Engel. Ja, oder warte mal, war das woanders? Warum? War das doch woanders? Jetzt bin ich gerade leicht verwirrt. Bin ich öfters, aber... Psst. Mann, das ist ein Bild, das geht nicht da dran wie an. Wo ist denn das Elixier des Vergessens? Haben wir noch unser Feierabendbier im Kühlschrank? Ich gucke, ob noch. Oh, ist da? Nö. Nö. Ich glaube, wir sind die falschen Bären drin. Es klatscht gleich. Da, aber kein Beifall. Aber kein Beifall. Da, ich glaube, sackt. Bei.
Alter, 85.000 Punkte bis zum nächsten Level, ne? Also ich brauche noch 2.500. Was? Den XP-Booster habe ich gar nicht bemerkt. Quasi. Naja, bei mir ging es so schrittweise voran. Megalosaurus-Sattel. Kompositbogen, Metall. Ach ja, die Aufzugsplattform. Aufzugsschiene gibt's hier auch anders in Metall? Nicht in Metall? Nee, war. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Hast du die schon? Aufzug, nee, die gibt's nur so. Dann baue ich jetzt mal die Aufzugsschiene und die mittelgroße Aufzugsplattform. Warum mittelgroß? Naja, einfach weil ich auf mittelgroß stehe. Find das geil. Ich find's super. Willst du das jetzt noch machen oder wie? Nein, oder was? Ey, hör auf! Wir wollen hier Schluss, aus, Ende! Feierabend! Wobei, fährt, Feierabend! Hey, jetzt hört's mal auf hier! Schickimicki, ja, da. Da, so geht das nicht weiter. Das, was ist denn eine Tapiara? Das mit. Flugsaurier mit dem fetten Schirm auf dem Kopf. Genau, stimmt ja. Der dem Regen nicht nass wird. Kanonenkugel. Gibt's hier noch was Spannendes? Irgendwas super Spannendes, was ich unbedingt gelernt haben muss? Das Vieh ist auch noch nicht ihr Level up. Aus! 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 Das Spiel ist aus! Kennst du das noch von Werner? Ja, ja, doch, jetzt bimmelt was. Die Metallbarrikaden werde ich mal noch lernen. Schwaches Heilmittel hast du, ne? Yep. Trainingspuppe? Hab ich, ne? Dann mache ich das mal eben noch. Warum? Ach, nur so. Einfach mal so. So, gut, reicht. Ja, na dann, Dodo Farm, würde ich sagen. Oh. Danke. Sorry. Habe ich nicht gesehen. Hast du nicht gesehen, Junge? Hast du nicht gesehen? Komisch. Die ganze Zeit, du lässt die Türen offen. Will ich wirklich hinter dir mal durch? Pupp, Tür zu. Ja, ich mach die immer hinter mir zu. Die noch nie offen gelassen. Warum hängen die hier eigentlich alle in den Zäunen fest? Das ist ja wie bei Minecraft mit den Hühnern. Dämlichen Viecher. Haben die alle Wandern an? Yep. Nee, der hier nicht. Was? Aktiviere Wandern. Dodo, Dodo, Dodo. Nummer 2. Nummer 4. Der hat auch nicht Wandern. 3, 1. Zack. Hier mal alle noch ein bisschen leveln. Ein bisschen löffeln. Wir müssen bloß aufpassen, dass der Raptor nicht irgendwann mal Hunger kriegt hier. Das wäre natürlich sehr doof. Oh, hier lieben sich welche. Oh, wie niedlich. Moment schon mal, jetzt habe ich gerade noch aus dem Raptor Sachen rausgenommen. Die muss ich jetzt schnell noch wegbringen. Oh. Kannst du ja schon mal hinsetzen. Du weißt doch, aus, ihn rauchen. Aus, das Spiel ist aus. Ey, was? Geh weg hier. Was willst du denn? Das sieht gut aus, das sieht sehr gut aus. Keratin, mach ich das mal rein. Hier, komm ab in die Werkbank. So, jetzt komm ich zurück. Ich komm zurück, ich komme wieder. Und wieder, und wieder. Und dann gehe ich auch wieder, und wieder, und wieder. So. Epischer Schlussscreen. Unterm Baum, ich sehe nichts. Naja, dich sehe ich sowieso nicht, weil Rüstung und so. Naja, gut. Frauentag-Special vorbei, würde ich mal sagen. Oder? Oh, da sitzt ja einer. Ich kann ihn sehen. So. So. Komm, du machst heute mal das Ende. Nee. Tschüss. Ciao, mach's gut. Mach's gut. Nein, das können wir natürlich nicht bringen. Oh, jetzt hat er sich ausgelockt direkt, ne? Das ist so ein Mistkrepel. Ja. Er drückt sich vor der Verantwortung. Naja, gut, wie dem auch sei, ne? Dann haben wir es ja für heute rumgebracht, das ist Frauentags-Special 2017. Vielen Dank für alle, die zugeschaut haben.
wir freuen uns immer an über eure Anteilnahme und über euer Beileid sowieso. Da hinten rennt gerade irgendwas Schnelles. Keine Ahnung, das ist ein Parasaurus, der vor irgendwas wegrennt. Ist ja auch egal, der unterbricht, lenkt mich gerade ab. Jedenfalls wollten wir uns nur noch verabschieden. Danke gesagt, haben wir schon. Dann würde ich mal sagen, wieder schauen und reingehauen, ne? Bis zum nächsten Mal. Wann wir den nächsten Stream abhalten, das könnt ihr mal wieder an, oder? Machen wir so. Da denke ich doch mal, wenn eine gewisse Person das nicht pennt. Ich verpenne das nie. Auf YouTube ist es immer da. Ich hab's nur auf Discord, habe ich es ein bisschen verschlafen. Das tut mir sehr leid. Künstlerische Pause. Ein bisschen Drama reinzubringen. Ich dachte, du wolltest auch noch was sagen, aber gut. Nein, ich hab, an sich habe ich nicht mehr zu vermelden. Nein, negativ. Alles in Ordnung. Dann vermelde ich das. Ich vermelde jetzt feierlichst. Ich habe ansonsten unten in der Beschreibung... Alter, der Parasaurus lenkt mich so ab. Die ganze Zeit da weg. Jedenfalls habe ich euch unten in der Infobox einiges reingehauen. Da findet ihr alle Mods und so weiter. Da findet ihr auch unter anderem den Channel vom Feldi. Da könnt ihr auch mal reinschauen. Und ansonsten freuen wir uns immer über Abos. Und ja, dann hoffen wir euch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen, wenn es hier weitergeht mit Ark. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Tschüssili. Und tschüss.